Live on Twitch. Aus den Three-Headed Monkey Studios auf Mealy Island. Süchtig nach Büchern und Last Geek Tonight präsentieren die Geekliothek mit Moni und Christian. Da sind wir. Hallo. Hi. So, bitte, bitte schreibt jetzt Ja und Ja in den Chat, dass ich weiß, wir sind zu sehen und zu hören. Weil nach dem Chaos der letzten Con-Show bin ich immer noch unsicher. Ja und ja. Puh. Sehr cool. Du hast das Chaos der letzten Con-Show nicht miterlebt. Nein. Es war großartig. Ich habe es geliebt. Nessie hat es gehasst. Und ich glaube, die Leute waren gut unterhalten. Weil wir hatten aus irgendeinem Grund, ging der Sound nicht raus. Es war völlig absurd. Aber lustig. Moni, wie geht's dir? Bist du wieder fit soweit? Alles gut erholt? Ja, ich bin wieder fit. Zwar total im Stress, aber zumindest gesundheitlich wieder, hoffentlich, für länger wieder gesund. Hast du momentan Ferien? Sind bei euch in Bayern auch Ferien gerade? Nein, noch nicht. Nee? Wir müssen noch 2 Wochen durchhalten. Ah, okay, okay. Weil hier ist ja in NRW sind ja gerade, also wenn ich mich nicht irre, sind ja gerade Ferien. Ja. Schön. Ja, gut. Ihr habt sie dafür noch vor euch. Das ist ja auch, ja. Ne? Ja. Moni, ich war bei der MagicCon. Ja, erzähl. Es war toll. Also ich muss das nach wie vor sacken lassen. und es ist ja, nach der Con ist, wie ich ja erfahren habe, vor der Con und diesmal wirklich ganz extrem, weil am Freitag geht schon die FatCon los. Aber ich bin gerührt von der Zuwendung, die man erhalten. Also zum einen war es ganz, ganz toll und sehr, sehr berührend, wirklich auch die Leute kennenzulernen, mit denen ich jetzt seit über einem Jahr auch nur per Zoom zu tun habe und mit denen wir hier auch gemeinsam die Shows machen und so weiter. Das war sehr, sehr schön, die endlich mal live zu sehen und festzustellen, dass ich größer bin als die meisten. Und das ist sehr, sehr absurd. Also ich kann es nicht anders sagen. Sehr, 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 sehr schön und auch unsere Zuschauer zu treffen und ich bin sehr berührt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin sehr, sehr berührt und kann es gar nicht in Worte fassen. Und nächstes Jahr musst du dabei sein. 7. bis 9. Oktober nächstes Jahr. Und Moni, MagicCon, du als Fantasy Begeisterte, du musst dahin. Das geht gar nicht anders. Weil ne, so viele Elfen und alles, was da rumrannte, ich glaube, du wärst aus dem Staunen. Und meine Welt. Der kommt noch dazu. Mach es als Familienurlaub. Bring Mann und Kind mit. Dein Kind wird begeistert sein. Ach, aber mein Mann, Ja, das ist doch egal. Der darf das Kind hüten. Das ist doch perfekt. Ich hatte den einmal auf einer Messe dabei und dann haben wir beide entschieden, nie wieder. Also, nee. Nee. Aber der macht einfach den Babysitter in der Zeit. Das ist doch super. Weil ich hab der Carsten von der Rebel Legion, das ist eine die Rebellenvereinigung von Star Wars, den habe ich auch da getroffen mit seiner Frau und der ist nächste Woche bei der FatCon, ist er groß eingebunden und seine Frau muss das Kind hüten und diese Woche ist die Frau rumgerannt, hat das gemacht und er musste babysitten. Ja, cool. Also von daher ist doch, ne, ist das vielleicht für deinen Mann so perfekt? Nee. Vielleicht ja auch ganz gut mal ein paar Tage von der Familie weg. Kann ja auch sein, so ein Kurzurlaub. Weil du gerade von der Größe gesprochen hast, weißt du, was bei mir der meistgehörte Satz ist, wenn ich auf der Buchmesse bin? Nee. Ich dachte, du wärst größer. Das sagen tatsächlich unglaublich viele Leute zu mir, wenn sie mich live sehen. Wie groß bist du denn? 1,63 Meter. Dann wäre das wahrscheinlich auch genau meine Reaktion gewesen. Ja, okay. Okay. Siehst du, und bei mir, meine lustigste Begegnung hatte ich mit der Mel, mit der ich ja wirklich wahnsinnig viel zu tun hatte, auch im letzten Jahr. Und ich dachte, Mel ist deutlich größer. Und, wahrscheinlich habe ich sie auch deswegen zum Anfang immer nicht gesehen. Und dann kam sie auf einmal rein und ich dachte, ach, das ist Mel. Und dann stand ich auf und Mel, hallo. Ich dachte, du bist viel größer. Und sie guckte an, hallo, Quitschke. Ich dachte, du bist viel kleiner. Und das ist so. So ist das halt, wenn man sich nur über Zoom kennt. Ja, genau. Ja, naja. Sehr cool. Sehr schön. Nee, aber wirklich, halt dir das frei, da solltest nächstes Jahr mit da sein. Das ist toll. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Okay, damit genug Abschweifung. unser Gast wartet ja schon Backstage auf uns und das wollen wir nicht allzu lange hinauszögern. Ja. Wir kommen mal zum Programm. Und zwar haben wir wieder einen Buchtipp bekommen. Diesmal habe ich es nicht geschafft, ihn dir zu schicken.
Ich gehe fest davon aus, dass du das Buch noch nicht kennst, außer du warst schon mal in Japan, dann kennst du es vielleicht. Nein. Nein, okay. Denn das ist ein ein Helferlein quasi, wenn man mal nach Japan will. So Do's und Don'ts oder Cool. Fettnäpfchenvermeider für Japan. Klingt sehr, sehr lustig. Haben wir zugeschickt gekriegt von der Michelle, aka Mai Hase Cosplay. Die hat schon mal einen Buchtipp gehabt. Ich habe vergessen, was das war. War eine Manga-Reihe, glaube ich. Gott, steinigt mich nicht, ich weiß es nicht mehr. Aber heute haben wir von ihr einen Reisehelfer für Japan. Und ich sage einfach mal Mats ab. Viel Spaß beim Viel Angucken. Spaß. Viel Spaß mit Michelle. Hallo meine Lieben, ich bin Michelle von Mai Hase Cosplay und ich möchte euch heute den Fettnäpfchenführer Japan vorstellen. Die Axt im Chrysanthemenwald von Kerstin und Andreas Fels. Das Buch ist im Kornbuch Verlag erschienen, Copyright 2010. Ist dementsprechend schon ein bisschen älter, aber ich finde es durchaus sehr amüsant und unterhaltsam. In diesem Buch geht es eigentlich darum, um einen Herrn, der nach Japan fliegt, geschäftlicherweise. Dieser Herr stellt den typischen Deutschen dar, der in das typische Japan fährt. Auf seiner Reise macht er viele, viele, viele Fehler, die dann auch in diesem Buch erklärt werden. Was ist schiefgelaufen? Womit hat er sich jetzt schon wieder blamiert? Und was kann ich besser machen? Das heißt, es ist eigentlich eine Art Sachbuch, aber mit sehr humoristischem Hintergrund. Man erfährt sehr viel über die japanische Kultur und ich denke, es wäre ganz sinnvoll, es zu lesen, bevor man mal eine Reise nach Japan macht. Man erfährt einige Sachen, bei denen man sich vielleicht besser anders verhalten würde, als wir es hier in Deutschland gewohnt sind. Das Buch, an das bin ich eigentlich gekommen, das hat mir damals mein Cousin geschenkt, weil die zwei halt auch wissen, dass ich sehr japanaffin bin. Und ich habe mich direkt draufgestürzt und viele lustige Stunden damit verbracht. Mein Lieblingsbereich war eigentlich, wo besagter Herr Hoffmann, wie er heißt, mit seiner Begleitung, die ihn durch Japan führt, das erste Mal Sushi essen geht. Dort leistet er sich halt einen Fauxpas und zwar steckt er die Essstäbchen in den Reis, womit er ein Symbol während einer Beerdigung nachahmt, was definitiv als Beleidigung gesehen wird. Und infolgedessen wird dann auch erklärt, wie viele Sachen man einfach mit Stäbchen nachahmen kann, die man tunlichst einfach vermeiden sollte, wenn man mit Japanern essen geht. Es geht wirklich von Anfang der Reise, dem Flugzeug, was esse ich, was sollte ich vielleicht doch lieber versuchen, nicht zu essen, wenn ich zum Beispiel nicht auf allzu scharfe Sachen stehe. Ich sage nur Wasabi. Es geht auch darum, um Manga-Bücher, die dann irgendwo gekauft werden, um die Art, wie die Japaner arbeiten, um Respekt, was zum Beispiel Arbeitskollegen angeht, Thema Visitenkarten. Also es deckt eigentlich wirklich sehr, sehr viel ab und dementsprechend kann ich es für Leute empfehlen, die vielleicht auch mal vorhaben, nach Japan zu reisen, einfach um sich nochmal ein kleines Bild zu machen und vielleicht auch ein bisschen was zu lachen. Von daher, der Fettnäpfchenführer Japan, die Axt im Chrysanthemenwald. Könnt ihr euch ja mal angucken, vielleicht gefällt es euch. Schönen Abend noch. Und da sind wir wieder. Hallo. Vielen Dank, Michelle, für den Buchtipp. Voll Wieder, cool gemacht. ja, und wieder echt richtig, richtig cool Mühe gegeben mit dem Outfit und allem drum und dran. Auch der ganze Background und so schön japanisch angehaucht. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und ich finde tatsächlich, das Buch klingt witzig. Also wirklich sehr, sehr witzig. Wenn ich mal nach Japan fahre, ich glaube, das werde ich vorher lesen. Auf jeden Fall. Das klingt interessant. Ja, wenn auch ihr uns einen Buchtipp schicken wollt, dann seht ihr da, der Dirk hat gerade Achtung Buchtipp eingegeben und da könnt ihr nochmal alles nachlesen von Michelle inklusive ISBN-Nummer und da steht dann auch, schickt uns euren Buchtipp. Hier steht, wie es geht und das ist ein Bitly-Link. Dieser Bitly-Link führt zu einem Word-Dokument und da ist eine kleine Anleitung drin, was ihr machen müsst, um uns so einen Buchtipp zu schicken. Keine Panik, das muss gar nicht so viel Aufwand haben, wie Michelle das immer macht. Das geht relativ simpel. Ihr könnt auch einfach ein Handyvideo machen und so weiter. Schickt uns einen Buchtipp. Ich freue mich über eine große Auswahl. Mittlerweile hat sich da tatsächlich auch ein bisschen was angesammelt.
Was mich freut. Also ich habe eine größere Auswahl als noch letztes Jahr, als es hauptsächlich aus Rotträckchen bestand. ja, und damit, ich habe, glaube ich, ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß es nicht. Wenn es mir später einfällt, dann schreie ich einfach los. Damit bin ich bin durch. Ich Okay. übergebe, ich übergebe und wieder in die richtige Richtung. Ich übergebe an Moni. Viel Spaß. Und ach so, nee, ich war. Ah, Wenn ist wieder ihr, eingefallen. ja, genau. Wenn ihr gleich Fragen an unseren Gast, die Sissy, habt, dann einfach in den Chat schreiben, weil den habe ich die ganze Zeit im Blick. Ich kopiere alles raus und stelle die bei Gelegenheit. Also entweder, wenn es thematisch gerade passt oder dann später am Ende in einem großen Fragenblock. Wenn Fragen kommen, während ich selber die Lesungen mache, dann schreibt mir die danach nochmal, dann muss ich dann nicht zurückscrollen, sondern kann einfach weiter auf dem Interview lauschen. Ja, so, jetzt aber. Jetzt darf ich. Jetzt. Sehr schön. Wer meinen Instagram-Kanal im Blick hat, der kennt die Autorin schon, denn ich durfte sie vor kurzem schon mal ein bisschen ausquetschen. Aber ich freue mich, dass ich heute noch mal länger Gelegenheit dazu habe und sage herzlich willkommen, liebe Sissi Steuerwald. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schön, Freue dass du mich, dass da ich bist. eingeladen bin, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dir heute Zeit nimmst für uns. Immer. Würdest du dich einfach kurz mal vorstellen, damit unsere Zuschauer auch wissen, wer du bist? Natürlich. Mein Name ist Sissi Steuerwald. Ich wohne in den schönen Wonnegau Highlands in Rheinhessen und bin ja Mutter, Autorin, Hundezüchterin, so ein bisschen Tausendsasser, wie man so schön hier in der Gegend sagt, und habe mich spezialisiert auf das große Feld der Romance, also alles, was dazugehört. Romance, Romantasy, Romantic Thriller kommt nächstes Jahr raus und jetzt aktuell ist Emily erschienen. Das ist ja ein Liebesdrama. Also ich gehe da in die Vollen. Okay, aber was bitte ist ein Romantic Thriller? Ein Romantic Thriller hat schwerpunktmäßig natürlich Romance im Vordergrund stehen. Das heißt Liebesgeschichte mit Happy End. Darauf wartet ja auch der Leser, wenn er zu Romance greift, aber mit Thriller-Elementen. Da Also wir das. nebenbei werden ein paar Leute abgemetzelt und. Nee, das ist ja. Metzel ist für mich mehr Horror, So, tatsächlich. okay. Thriller ist für mich persönlich, ich glaube aber auch für viele Leser, ist ja mehr mit Psyche spielen. Also da Also werde ja. ich auch ein bisschen mehr gucken müssen mit Triggerwarnung und dergleichen. Da geht es nämlich um das Thema Stalking. Okay. Okay. Also bist du ja eigentlich, ja, im Grunde hast du schon ein festes Genre, aber auch breit gefächert, weil Fantasy ist mit dabei, Thriller mit dabei. Jetzt haben wir ein bisschen was Tragisches, sage ich mal. Ja. Also probierst dich doch auch ein bisschen durch die ganzen Untergenres, sage ich mal. Also ich selbst nenne mich ja die Autorin mit Herz und Schelti, weil Herz sehr, sehr wichtig ist. Und für mich, ihr seht es auch, weil ich sprich mal, so, da sieht man Ja. zumindest zwei von meinen, die sind mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe ja angefangen mit Sachbüchern, bevor ich in die Belletristik gewechselt bin, unter anderem auch mit Schelti-Büchern, und habe da einfach schon eine große Fanbase mitgebracht. Und diese Hunderasse ist so wundervoll, dass die bei mir in den Büchern auch drin vorkommt. Mal in der größeren, mal in der kleineren Rolle, mal muss man sie eher suchen. Aber ja, da möchte ich meine Fans einfach, wie gesagt, mitnehmen, aber auch so meine Leidenschaft. Ja, es sind meine Bücher, ich gönne das, gönne mir das. Als Self-Publisher habe ich da ja alle Freiheiten, was das angeht. Sehr cool. Also kann man in jedem Buch danach suchen, sage ich jetzt mal. Ja. Schön. Auch in Emily? Auch in Emily kommt ein Shelley drin vor. Und zwar die da unten. Ah, okay, cool. Ja, also ich habe es unterschiedlich. Es sind tatsächlich Hunde, die ich selber habe oder hatte. Also in Rose und Alec, meinem Debüt, da habe ich unseren Muffin mit eingebaut. Der ist uns leider viel zu früh totgebissen worden. Der ist in der Not-OP verstorben. Und als ich das Buch geschrieben habe, war mir ganz schnell klar, irgendwie gebe ich ihm dadurch ein Stück Unsterblichkeit. Ja? Also jeder Oh. freut sich drüber, der rennt dort noch in den Highlands rum, der hat Spaß, der zergelt, alles, was er hier einfach nicht mehr hat. Und er ist da immer noch ein Teil da. Ja? Und
So ist jetzt in Emily ist unsere Carrie mit drin, aber ich habe auch schon bei meiner Sheltie-Community eine Ausschreibung gemacht bei Astralliebe. Konnte man sich bewerben für die Sheltie-Rolle und habe dort den Gewinner mit eingebaut. Also auch da nehme ich mir gewisse Freiheiten raus, die man so vielleicht nicht im Verlag unbedingt hat. Aber ich dann natürlich mit meinen Büchern da selber machen kann, genau. Sehr cool. Mhm. Ziehst du öfter deine Leser mit ein? Also, dass sie Namen aussuchen dürfen oder dass einer eine Rolle kriegt im Buch oder sowas? Immer mal wieder. Also manchmal steht ja im Plot schon fest, wie sie heißen. Ja, das hat man so im Gespür. Aber tatsächlich beim Romantic Thriller, die beiden Protagonisten, die durfte auch meine Instagram-Community mit aussuchen. Die haben damit abgestimmt, ja. Und wie also war Vorschläge da die, gemacht. Ja, wie war so die Resonanz? Also haben sich da viele mit eingebracht? Also ich muss sagen, wenn solche Abstimmungen sind und man sich an einem Buch beteiligen kann, ist die Resonanz immer größer, als wenn ich nur sage, hallo, das ist mein neues Buch. Ja, okay. Und hast du das Gefühl, dass das dann auch was beim Verkauf bringt? Also bei den Sheldie-Büchern ganz stark. Ja, also da habe ich viel größere Vorbestellermengen, liegt aber auch daran, dass ich ja Sheltie-Liebhaber mit reingenommen habe. Das ist ja, man kann es schon fast Anthologie nennen, auch wenn es eher im Sachbuchbereich ist. Da haben Sheltie-Liebhaber für Sheltie-Liebhaber geschrieben. Also es ist ja das Typische, wie wird ein Hund gepflegt, wie wird er gefüttert, wie halte ich ihn gesund, sondern es geht um Geschichten des Sheltie-Zaubers im Alltag, ja, oder auf Reisen. Und da hatte ich unwahrscheinlich Vorbestellermengen. Und je mehr Sheltie drin vorkommt in meiner Geschichte, das mache ich ja im Vorfeld dann auch schon bekannt, desto besser laufen tatsächlich im Moment noch die Vorbestellerzahlen. Weil, wie gesagt, ich habe da ja viele mitgenommen. Hoffe aber natürlich, dass sich das auch irgendwann mal ändert. Also, dass ich einfach aus dem Feld der Nicht-Sheltie-Besitzer, dass da auch immer mehr zugreifen und ja, meine Bücher lesen und es wird jetzt. Ich etabliere mich so langsam. Aber man darf nicht vergessen, mein Debüt erschien letztes Jahr. Also von daher. Eigentlich bist du ja noch ziemlich frisch, sage ich jetzt mal. Genau, so sehe ich das auch noch. Wie hieß das Debüt? Genau, ich wollte gerade sagen, erzählst du uns was über dein Debüt? Das war Rose and Alec, keine Liebe ohne Dorn. Ich bin absoluter Schottland-Liebhaber und war mit einer Freundin vor Jahren schon mal dort so einen Kurztrip machen. Und mein großer Wunsch war, irgendwann mit meiner Familie auch Schottland zu besuchen, Urlaub dort zu machen. Und zu meiner Familie gehören natürlich auch unsere Vierbeiner dazu. Und den Wunsch habe ich mir erfüllt. 2015 waren wir in Schottland und dort kamen dann die Ideen zu Rose and Alec, die ersten. Und ja, dann habe ich ganz lange am Plot rumgefeilt und habe gesagt, so, und jetzt wird es kein Sachbuch, jetzt traue ich mich. Cool. Und habe aber auch direkt eine Schreibgruppe gegründet. Das ist mir immer wichtig, weil da wird mir so ein bisschen gepusht. Ja, da kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, na ja, jetzt mache ich mal 2 Monate nichts, das kriegt ja keiner mit. Ja, sondern man muss ja auch Rede und Antwort. Mir hilft es immer. Ja, manche brauchen es beim Abnehmen, ich brauche es beim Schreiben. Ja, und genau, und da habe ich dann in die Geschichte von Rose und Alec, die in Glencoe spielt, die wohnen in der Straße, wo auch unser Ferienhaus war. Das heißt, was dort in dem Buch vorkommt, die ganzen Orte haben wir selbst auch besucht, die habe ich live erlebt und habe dann hoffentlich auch die Emotionen und das Feeling, was die Highlands, die haben ja auch so einen gewissen Charme und Zauber. Ich hoffe, dass ich das dann auch gut mit rübernehmen konnte. Und ja, den Muffin mit eingebaut. Das war mir damals sehr, sehr wichtig. Ja, und die ersten Bücher von mir spielen tatsächlich alle in Schottland, weil ich da so Unmengen mitgenommen habe, dass ich da ganz viel zu verbauen hatte. Ja, und jetzt wird es im Grunde Zeit für neue Orte. Und da man ja in Corona nicht so groß reisen konnte, habe ich gesagt, ach, gucke mal an, ich habe unsere Heimat ganz neu kennengelernt in dieser Zeit. Und deswegen spielt jetzt Emily und der Folgeband mal in Deutschland, hier in unserer Region. Wir haben ja auch viel zu bieten. Auf jeden Fall. Ja. Und um was geht es sonst in Emily? Emily ist für junge Erwachsene. Es geht darin, dass eine junge Studentin gerne feiert, endlich mal das Leben genießt, fernab von zu Hause in einer WG wohnt und bei einer Reihenparty dem Alkohol etwas zu stark zugesprochen hat.
Ja, deswegen vielleicht auch ein bisschen übertreibt, was so Flirtereien angeht. Und um den Männern so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, in den Reihen flüchtet, dort ausrutschen, auf den Kopf fällt. Sie erwacht im Krankenhaus und es ist alles weg. Sie weiß nicht, wer sie ist. Sie weiß nicht, wer die Frau da ist, die sich ihre Mutter nennt. Aber sie weiß auch nicht, wie schmeckt Wurst, wie schmeckt Käse. Was ist ein Apfel? Also sie muss ganz, ganz viele Sachen neu kennenlernen, weil die Vergangenheit, das, was sie da so gelernt hat, weg ist. Ja, aber was das Besondere ist, sie weiß natürlich auch nicht, wer Freund und Feind ist, nenne ich es jetzt mal ganz krass, weil auch da muss sie einfach neu kennenlernen, was bedeutet Beziehung, was sind Freundschaften und wie gehe ich damit um, in ihrem speziellen Fall, dass das, was sie auf ihrem Handy sieht über sich selbst, ihr überhaupt nicht gefällt. Also sie muss auch sich ganz neu kennenlernen. Wow, also klingt richtig spannend und berührend. Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, in Ihrer Situation würde ich es gut finden, dass ich nochmal einen Neustart kriege? Oder ist es eigentlich die schrecklichste Vorstellung, dass man gar nichts mehr weiß? Wie würdest du das sehen? Also es gibt ja verschiedene Formen von Amnesie, über die ich auch recherchiert habe. Und ich habe bestimmt eine der extremsten Formen ausgewählt. Also es kann ja auch sein, dass man nur partielle Amnesie hat, dass man sich an bestimmte Menschen nicht mehr erinnert. Da hätte ich auch nicht unbedingt was dagegen. Ja, so Aber die dann eine oder zum andere selber Begebenheit. aussuchen, welche Leute Genau. man löscht. Ja, aber tatsächlich sich selbst nicht mehr zu kennen und auch da in viele Fettnäpfchen reinzutreten. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch da in so einer Situation sagen würde, ach wie gut, jetzt kann ich alles auf Null setzen und von vorne anfangen. Aber wie hast du dich denn in die Protagonistin hineinversetzt? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, was zu schreiben, wovon man, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich mich nicht daran erinnere, wie ein Apfel schmeckt. Also wie hast du dich da in Stimmung gebracht zum Schreiben? Ich hatte die Idee in diese Richtung, ja, ganz grob skizziert. Ich hatte was im Kopf, weil mir auch immer wieder das Thema Mensch, Freundschaft, Beziehung untereinander, miteinander sehr wichtig ist. Und ich komme leider selbst nicht mehr so zum Lesen, seit ich so viel schreibe. Bin aber großer Podcast-Fan geworden. Und dort gibt es einen Psychologen, der Menschen in besonderen ja, Lebenssituation interviewt und auch sehr ausführlich und ganz toll und feinfühlig da auch Fragen stellt. Und dort hatte er einen Patient, ja, Patient darf man immer sagen, da ist er schon raus, einen jungen Mann vorgestellt und interviewt, dem das so ähnlich passiert ist. Er war mit Freunden unterwegs, ist 3 Stufen gestolpert, nichts Weltbewegendes, auf den Kopf gefallen und alles war weg. Und das hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Er hat da sehr, sehr offen drüber gesprochen, auch über die schlechten Momente in seinem Leben, weil man auch an einen Punkt kommt, wo man sich fragt, hat das alles überhaupt noch einen Sinn? Ja, ich weiß nicht, wo es hingeht. Die Sachen, die mir früher angeblich gefallen haben, da kann ich gar nichts mit anfangen. Er hatte so einen Bürojob und war Marathonläufer. Heute ist er Sommelier, Genussmensch, raucht Zigarren, trinkt sein Whisky, hat zwischendrin mal als Barkeeper gearbeitet. Also ist ein komplett anderer Mensch auch und hat sich für einen anderen Werdegang letzten Endes auch entschieden, weil er an der alten Struktur gar nicht mehr andocken konnte. Und ich habe mir gezielt von ihm mehrere YouTube-Videos, Interviews angeschaut und habe aber auch geschaut, was gibt es denn noch an Formen von Amnesien? Das Einzige, was ich nicht gemacht habe und bewusst nicht gemacht habe, hat auch ein Buch rausgebracht über seine Erfahrungen. Das habe ich bis heute noch nicht gelesen. Da will ich ein bisschen Abstand haben, weil ich da auch nicht zu nah dran sein wollte. Ich wollte ja nicht seine Geschichte erzählen und die nicht adaptieren. Und deswegen habe ich bewusst geschaut, dass ich meine Recherche weit mache, schaue, was gibt es noch an Amnesien. Und dann, ja, halt meine Protagonistin. 100% nachfühlen kann man das natürlich nicht, wenn man nicht in dieser Situation selbst drin gesteckt hat. Aber ich habe doch versucht, dieses Auf und Ab, ja, so gut wie es mir in meiner Situation möglich ist, dann auch zu schildern.
Ich kann da mal ganz kurz reingehen, dass ich finde, ich habe ja das, eine der Lesestellen, die du mir geschickt hast, ist ja, dass im Krankenhaus quasi wieder essen. Und ich finde, das ist super gelungen. Also ich hatte da sehr viel Danke. Spaß, ich hatte da sehr viel Spaß beim Lesen und konnte mich da echt gut reindenken. Ich hoffe, dass ich das dann gleich beim Vorlesen auch so übertragen kann. Schauen wir mal. Das dürft ihr dann gerne beurteilen. Ist ja vielleicht auch genau die richtige Gelegenheit, diese Szene vorzulesen. Dann können wir uns selber gleich ein Bild machen. Ja. Kann ich gerne direkt machen. Dann machen wir das einfach. Ich ziehe euch jetzt gleich aus meinem Ohr raus. Ja. Dann höre ich euch nicht mehr. Das ist gut so. Bis gleich. Bis gleich. So, dann gehen wir mal hier hin. Und ich schnapp mir das Büchlein. Hier übrigens, ne, habt ihr ja gesagt, das kommt jetzt demnächst immer, mein Lesezeichen, was ich zum Geburtstag gekriegt habe von der lieben Gabi. So, das ist Kapitel 4 im Krankenhaus. Ein Klopfen weckt mich. Wo bin ich? Ach ja, Krankenhaus. Die Tür geht zeitgleich mit meinen Augen auf. Na, wie geht es Ihnen? Ich bin Schwester Maria und werde die nächsten Tage nachts jeden Ihrer Wünsche erfüllen. Begrüßt mich die junge Frau, deren Lockenkopf sich auch nicht durch einen geflochtenen Zopf bändigen lassen will. Ich setze mich auf und lächle. Sie schiebt aus dem Tisch neben mir eine Platte. Käse oder lieber Wurst zum Abendbrot? Fragt sie freundlich. Käse? Wurst? Mein Gehirn funktioniert immer noch nicht. Auch das Ihnen fühlt sich falsch an. Als ob ich schon so alt bin. Wie alt bin ich denn überhaupt? Ich hebe meine Hand und drehe eine Haarsträhne um meinen Finger. Fasziniert sehe ich, dass ich lange, glatte Haare habe. Sie sind sehr hellblond. Ich bringe Ihnen einfach mal beides, höre ich die Krankenschwester sagen, kann mich aber nicht von meiner Haarsträhne lösen. Ich weiß noch nicht einmal, dass ich blond bin. Habe ich blaue Augen? Ich fixiere die Haare in meinen Fingern. Wie sehe ich aus? Mag ich Käse? Esse ich Wurst? Erst das Tablett, das vor mir abgestellt wird, weckt mich. Schwester Maria hebt den Deckel vom Teller, auf dem zwei Brotscheiben, Wurst, Käse, eingepackte Butter und Margarine liegen. Ich kann alles benennen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Es ist nicht mehr mit Folie versehen, weil ich etwas improvisieren musste, erklärt sie mir, als ich alles betrachte. Kann ich noch etwas tun? Können Sie mich beim Vornamen nennen? Und das Sie lassen. Das erscheint mir gerade wichtig. Klar, erinnerst du dich an deinen Vornamen? Ihre Frage klingt nicht neugierig, sondern mitfühlend. Ich schüttle den Kopf. Es ist mir unangenehm. Sie zwinkert mir zu. Wenn du mir meinen nennst, dann verrate ich dir deinen. Schwester Maria, antworte ich sogleich. Neue Informationen scheinen in meinem Kopf zu bleiben. Das ist auch gut, denke ich. Das Nicken von ihr freut mich. Sehr gut. Du heißt Emily Sophie. Deine Mutter nennt dich Emmy, habe ich gehört. Wie soll ich dich nennen? Emily Sophie. Emmy. Was mag ich? Emmy? Nein, das fühlt sich nicht richtig an. Emily, bitte. Ja, das klingt auch ausgesprochen gut. Okay, Emily. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Wenn du noch Tee möchtest, hole ich dir gerne eine Kanne. Tee? Nur nicht. Ich schaue auf das hellrote Getränk im transparenten Becher neben mir, das mir meine Mutter gegeben hatte. Es schüttelt mich, ob wegen des kalten Tees oder der Gedanke an die laute Frau, die meine Mutter ist, will ich nicht genau wissen. Darf ich Wasser trinken? Schwester Maria nickt. Sie nimmt den Becher und die Kanne mit, um mir kurz darauf eine Flasche Wasser und ein Glas hinzustellen. Vielen Dank. Als sie mich allein lässt, begutachte ich mein Abendessen. Ich kann alles auf dem Teller identifizieren. Ich weiß auch, dass Maria mir Wasser in einer Flasche und ein Glas brachte. Allerdings habe ich keine Ahnung, was mir schmeckt. Es ist im Grunde noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie das vor mir schmeckt. Meine Augen brennen schon wieder. Das alles tut mir weh. Nicht nur körperlich, sondern tief in mir. Mein Kopf pocht zusätzlich, um diesen inneren Schmerz zu unterstreichen. Ich blinzle, bis das Brennen weg ist. Mit dem Messer steche ich in eine Käsescheibe. Nur um aufzulachen. Ich habe das Messer verwechselt. Das, was ich in der Hand halte, um damit den Käse an meine Nase zu halten, heißt Gabel. Denke ich zumindest. Vielleicht verwechsle ich auch andere Dinge.
Ich horche in mich, rieche am Käse, schaue auf das silberne Ding in meiner Hand, auf dem die Scheibe steckt. Der Geruch ist mir völlig neu. Ich knabbere ein Stückchen ab. Naja. Ich wiederhole das Spiel mit der rosafarbenen Wurst. Sofort grummelt mein Magen. Ich habe Hunger. Das, was da gerade meine Geruchssinne anspricht, sorgt auch dafür, dass sich Speichel in meinem Mund sammelt. Ich will die Wurst essen. Na, dann werden wir zwei wohl ein richtiges Team in der nächsten Zeit, murmle ich meinem Bauch zu, während ich mein Brot mit Butter bestreiche und mit Wurst belege. Ich beiße ein kleines Stückchen ab. Der nächste Bissen ist größer. Schmeckt das gut? Ruckzuck habe ich die beiden Brotscheiben vernichtet. Herrlich, wie ich mich mit etwas Essen im Magen fühle. Wunderbar, wie mir manche Begriffe einfach passend einfallen. Vorsichtig streiche ich über meinen Kopfverband. Da drin ist wohl einiges kaputt gegangen. Das wird wieder, flüstere ich leise und zitiere dabei den Arzt. Wie ist sein Name gleich nochmal? Na, komm schon, Emily. Gut, mein Name ist noch da. Mein Gehirn braucht nur eine kleine Pause, um alles neu zu sortieren. Dr. Willems, rufe ich laut. Yes, es ist mir wieder eingefallen. Yes? Das Wort war in meinen Gedanken gesprungen und bevor ich es erfassen kann, ist es wieder weg. Es ist wichtig zu trinken, höre ich von der Tür. Schwester Marie schaut rein. Es ist erwiesen, dass Wassermangel sich negativ auf die Konzentrations- und Denkfähigkeit auswirkt. Außerdem kann dann auch bald die Infusion weg. Ich folge ihrem Finger, der auf den Beutel zeigt, von dem ein Schlauch zu meiner Hand geht. Warum ist mir das bisher nicht aufgefallen? In meiner Hand steckt eine Nadel. Hat es geschmeckt? Sie steht an meinem Bett und greift nach dem Tablett. Darf ich etwas fragen? Immer und jederzeit, Emily. Es tut gut, diesen Namen zu hören und mit mir zu verbinden. Könnte ich morgen eine andere Wurstsorte bekommen? Sie schaut ein wenig fragend, finde ich. Deshalb schiebe ich leise, ich würde gerne wissen, wie Wurst noch schmecken kann, hinterher. Du weißt auch nicht mehr, wie Wurst schmeckt? Ich mag die Art und Weise, wie sie fragt. Ich mag Schwester Maria. Ich erinnere mich an gar keinen Geschmack. Dieses Geständnis ist mir unangenehm. Das ist nicht normal, also bin auch ich nicht normal. Dann kümmere ich mich um Abwechslung beim Abendbrot. Versprochen. Sie schenkt mir ein warmes Lächeln und lässt mich mit meinen wenigen Gedanken allein zurück. Ruhe und Trinken hilft, merke ich mir. Vielleicht sorgt die Leere in meinem Kopf dafür, dass wieder genug Platz für Neues ist. Den Geschmack von meinem ersten Wurstbrot werde ich jedenfalls nie wieder vergessen. Ich trinke ein Glas Wasser. Oh, minimal salzig, mehr nicht. Ein wenig wie mein Dasein. Minimales Gedächtnis. Bis dahin. Und da seid ihr wieder. Und ich höre euch wieder. Sehr gut. Vielen Dank fürs Vorlesen. Vielen Dank. Ich froh in der Geschichte, dass du weiterliest, dass wir noch mehr erfahren. Es war jetzt doch, also mir kam jetzt die Protagonistin nicht so verzweifelt vor. Also sie nimmt das jetzt einfach so, wie es gibt im Buch eine andere Phase. Ja, natürlich. Also die Sache ist, dass nachdem sie im Krankenhaus eingeliefert wurde, man ja davon ausgeht, dass das eine kurzfristige Geschichte ist. Ja, hat keine große Hirnverletzung, ansonsten ist sie körperlich fit. Warum also sollte das Ganze anhalten? Und mit dieser Hoffnung im Hinterkopf kann man das ja natürlich auch erstmal locker nehmen, weil wie das für uns auch ist, Krankenhaus bedeutet ja, da ist jemand, der uns hilft und dann werden wir wieder gesund. Das bedeutet, sobald sie in den Alltag kommt und mit jedem Tag, der vergeht und sich daran einfach nichts ändert und gewisse Situationen, vor der sie ja im Krankenhaus geschützt ist, dazukommen, umso größer wird auch die Verzweiflung oder die Fragen und die Suche natürlich. Mhm. Ist klar. Ist es ein Einzelband? Es ist ein Einzelband, ja. Also es löst sich am Ende auf, wie auch immer. Es ist ein offenes Ende. Es ist abgeschlossen für den Roman, aber die Figuren sterben ja nicht. Von daher ist es ja
Ah ja, Spoiler, was willst du sagen Spoiler! mit offenem Ende? Nein, ich frage jetzt nicht, ob es ein Happy End gibt. Ich bin ja tatsächlich ein Fan von tragischen Enden, muss ich sagen. Also wenn man so richtig am Schluss heulen muss, dann bin ich ab. Das darf ich gar nicht sagen. Ja, tatsächlich mag ich es. Jetzt Ich bin da. bist du gerade arg am Ruckeln, Moni. Okay, Ja, ja, mal ich gucken. hoffe, es kommt wieder. Ja. Das ist nämlich gerade nichts. Okay. Aber du hast ja noch andere. Es ist ja jetzt auch ganz neu, was ganz Frisches, sage ich mal, rausgekommen von dir. Eine Kurzgeschichte habe Was ich hast du noch gestern für uns? veröffentlicht, ja. Also ganz Ein spontan druckfrisch. veröffentlicht. Druckfrisch, nee, druckfrisch nicht, weil es nur ein E-Book ist. Da kann man ja nicht von druckfrisch sprechen. Ja, also ich habe natürlich auch eine Homepage und ein Newsletter und hatte auch so ein bisschen technische Probleme, wie das immer so ist. Ja, die liebe Technik. Und hatte schon länger überlegt, dass ich die sowieso ein bisschen umstellen und umarbeiten will. Und habe mir überlegt, dass jeder, der ganz neu mein VIP wird, also bei mir ist es nicht, man wird ein Newsletter-Abonnent, sondern man wird VIP, ja, und bekommt da als erstes Infos und ab und zu mal ein Goodies oder wie in diesem Fall eine Kurzgeschichte, dass jeder, der neu dazukommt, eine Kurzgeschichte von mir geschenkt bekommt, die ein Sequel übrigens ist, ein literarisches Sequel zu Rose und Alec. Also eine Nebenfigur wird dort oder ist dort Protagonist. Und weil das alles sehr, sehr spontan war, endlich dieser Newsletter funktioniert hat und alles zeitgleich auch geklappt hat mit Korrektorat und dem Gleichen, habe ich selbst ein Cover entworfen und dachte, wenn ich mir schon die Mühe mache, dann lade ich das Ganze auch hoch, sodass jeder, der ja einfach nur mal neugierig ist, um mich kennenzulernen, diese Kurzgeschichte dann auch auf dem Kindle lesen kann. Ja, die kam gestern raus. Sehr cool. Und dann herzlichen Glückwunsch Danke, zum danke. Hochgeburtstag, zur Geburt. Das Cover selbst, ist das einzige Buch, wo du selbst am Cover Hand angelegt hast oder bei anderen auch noch? Also vor Rose und Alec habe ich auch eine Kurzgeschichte im Thriller rausgebracht. Da habe ich auch das Cover selbst gestaltet. Das war damals für einen Kurzgeschichtenwettbewerb für den Kindle X Storyteller. Die haben ja jedes Jahr ein anderes Genre oder einen anderen Schwerpunkt. Damals war es Kurzgeschichten, heute, dieses Jahr waren es Kinderbücher oder dergleichen. Da habe ich das Cover aufgrund der Zeit, weil ich nicht wusste, komme ich hin, komme ich nicht hin, hatte auch noch keine Grafikdesigner wirklich mir auserkoren. Das hatte ich selbst gemacht. Und die Cover für meine Sheldie-Bücher, die lasse ich mir nicht aus der Hand nehmen. Also da, die mache ich alles selbst. Ja, aber ansonsten für meine Bücher tatsächlich auch aus Zeitgründen, weil man muss ja irgendwann auch mal sagen, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Die lasse ich dann alle auch von Grafikdesignern machen. Okay. Und was sagst du, was du sonst noch als Self-Publisher Hände gibst? Was ich aus den Händen gebe, Ja. Korrektorat, Lektorat gebe ich aus den Händen. Das ist mir sehr wichtig, weil eigene Texte, man sieht seine eigenen Fehler auch nicht mehr. Ja? Also obwohl ich selber ja auch Korrektorat und Lektorat für andere mache, meine eigenen Sachen, jeder, der es mal ausprobiert hat, der schlägt sich danach jedes Mal vor die Stirn, wenn dann zurückkommt, was man alles übersehen hat, weil es einfach die eigenen Sachen drin ist. Und gerade beim Lektorat hat man den nötigen Abstand einfach nicht zu den Texten, ja, um vielleicht auch ein Plothole oder so zu finden. Das bedeutet, manche Sachen sind einem als Autor einfach klar. Das ist so, ja, aber ein Leser sagt, das verstehe ich so nicht. Und da braucht man einfach Externe, die da drüber schauen und sagen, also nee, versteht man so nicht. Ja, auch bei dem Amnesie-Thema. Ja, ich weiß ja, was ich gelesen habe, was ich recherchiert habe, was ich da im Kopf habe und was ich ausdrücken will. Aber ob es mein Gegenüber auch versteht, das kann mir halt auch nur das Gegenüber sagen. Genau. Was gebe ich sonst noch aus den Händen?
Einen Shop habe ich nicht auf meiner Seite, das habe ich auch aus den Händen mehr oder weniger gegeben, weil es einfach bequemer ist. Da muss ich mich nicht mit irgendwelchen DSGVO-Verordnungen oder sowas rumschlagen und Kleingedruckte. Ich bin ja immer froh bei so Sachen, was ich halt nicht noch oben drauf packe. Was mir allerdings nach wie vor viel Freude macht, was ich so auch nicht vorerst vorhabe abzugeben, ist Buchsatz. Das macht mir einfach unwahrscheinlich viel Freude. Da habe ich mich hier eingearbeitet im Laufe der Jahre, habe hier unter anderem Buchwissenschaft studiert und das macht mir einfach zu viel Spaß, da innen drin zu gestalten, eine Kapitelzierde rauszusuchen und ja, da rumzuspielen. Okay. Emily ist ja jetzt kein, ich sage jetzt mal so, Liebesgeschichte, wo man einfach mal so sich hinsetzen und einfach wohlfühlen kann. Sensitive Readers, die das mal gelesen haben und gesagt haben, das und das klingt in einer Triggerung drinstehen. Da haben wir tatsächlich schon drüber diskutiert, weil ich mir noch mit Triggerwarnungen sehr schwer tue. Das liegt daran, dass ich für mich noch nicht den Weg gefunden hatte, muss ich fast schon sagen, weil ich habe jetzt langsam eine Lösung von einer Autorenkollegin genannt bekommen. Weil ich immer ganz, ganz schwierig finde, jetzt mal als Beispiel, es geht um eine schwangere Frau. Kriegst du eine Fehlgeburt oder nicht? Und wenn ich in die Triggerwarnung schreibe, es geht um eine Fehlgeburt, und das ist irgendwie der Höhepunkt der Geschichte, brauchst kein Mensch mehr zu lesen. Also deswegen tue ich mir immer so schwer mit Triggerwarnungen. Und ich habe bei Emily im Speziellen versucht, einfach solche bestimmten Triggerwörter mit in den Klappentext einzubauen. Dass jemand, der empfindlich darauf reagiert, einfach da schon eventuell sagt, nee, nee, ich habe da ein ungutes Gefühl, ich greife da erst gar nicht zu. Ich habe es versucht, ja, ohne zu spoilern, damit die Menschen da, die mit Suizid so ein bisschen Probleme haben, da einfach schon sehr, sehr vorsichtig sind. Jetzt habe ich ja gesagt, das nächste Buch ist ein Romantic Thriller, wo es um Stalking geht. Da muss ich natürlich wieder ein bisschen anders arbeiten. Und jetzt hat mir eine Autorenkollegin den Tipp gegeben, vorne reinzuschreiben, dass es Triggerwarnungen gibt und wer sie braucht, ganz hinten nachschauen kann. Da habe ich gesagt, das ist das erste Mal, wo ich sagen kann, okay, da könnte ich mit leben. Ich muss mir das aber noch mal im Genauen angucken. Also ich muss mich da auch gut beifühlen. Es ist tatsächlich für mich ein schwieriges Thema, weil ich denke, wer ein Buch liest aus einem gewissen Genre, der weiß, was auf ihn zukommt. Also wenn ich ein Horrorbuch lese, dann will ich keine Triggerwarnung, was da alles drin vorkommt, sondern das sind ja die Schockelemente, die da drin sind, ja. Und wenn ich ein Krimi lese und dann gehe ich davon aus, dass es irgendwie ein Mordopfer gibt oder irgendein Opfer in irgendeine Richtung und dann müssen die Ermittler da entsprechend loslegen. Ja, will ich da jetzt wirklich wissen, wer, wie, wo, ob mit Drogen was zu tun hat oder nicht, wenn es mich hier überraschen soll? Ja, jetzt bin ich im Bereich Romance unterwegs. Ja, da ist es dann wieder Gratwanderung. Da ist es echt eine Gratwanderung. Aber ich glaube durchaus, dass diese Lösung, also die sagt mir zu. Okay. Wir haben ja noch eine zweite Szene aus Emily zu lesen, die da vielleicht ganz gut passt, glaube ich. Okay, dann Christian, wie sieht's aus bei ja, ich leg gleich los. Ich gebe das mal rein. Wir haben gerade Hallo 10 erhalten. Das hatten wir noch nicht in der Show, Moni. Dementsprechend gebe ich es mal rein. Hallo 10 bei uns bedeutet, wir sind gezwungen, uns ein bisschen zu strecken und zu dehnen. Und dementsprechend strecken und dehnen wir uns mal, bevor ich anfange zu lesen. So. Danke an Eriadora für Hallo 10. Okay. So. Ich bin gestreckt und gedehnt und lesebereit. Schnappe mir wieder das Büchlein, ziehe euch aus meinem Ohr und sage bis Okay. gleich. Bis gleich. So. Okay. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, da es nicht mit Kapitelbeginn anfängt. Welches war es? 14, ne? Ja, Kapitel 14 ist es. Und ich lege mal los. Alina tanzt mit einem Tuch vor mir. Wir verbinden jetzt deine Augen.
Ich hebe die Hände. Moment mal, erzähl mir doch erst, was ich tun muss. Sie grinst mich an. Emmy, wir wecken deine Erinnerung. Tara, sag's ihr. Es ist ihre Idee. Tara, studier Psychologie. Das Wort klingt bei Alina wie Psylolie. Überhaupt rate ich mehr, was sie sagt, als dass ich wirklich Wort für Wort verstehe. Eine junge Frau in zerrissenen Jeans, mindestens drei Tops übereinander und Haaren mit vielen bunten Strähnen nimmt Alina das Tuch weg. Und du wirst verschiedene Dinge zu fühlen und zu schmecken bekommen, die du kennst. Wir haben den halben Tag Pix gesichtet, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich sehe Tara an, wie ich annehme, fragend an. Pix sagt mir nix. Aber warum nicht? Ich will kein Spielverderber sein. Daher nicke ich und verlasse mich darauf, dass meine Freundin mir nur helfen will. Als sie mir die Augen verbindet, jubelt es um mich. Scheinbar finden alle diese Spielidee gut. Bereit? Alinas schrille Stimme. Ich nicke. Hände ausstrecken! Fangen wir mit etwas Einfachem an, flüstert es an mein Ohr. Schon wird mir ein dünnes, hartes Etwas in die Hände gelegt. Es ist warm, sehr glatt. Die Ecken sind gerundet. An der Seite sind Ausbuchtungen. Das ist ein Handy, sage ich laut. Klatschen und zustimmende Rufe geben mir zu verstehen, dass ich richtig geraten habe. Weiter, schreit jemand. Mund auf, jetzt wird dein Geschmackssinn gekitzelt. Mir wird etwas an die Lippen gedrückt. Instinktiv öffne ich den Mund und schlucke die Flüssigkeit, die mir in den Mund geschüttet wird. Der Geschmack breitet sich aus. Ich schlucke, spüre es heiß meine Kehle runterrinnen. Es brennt nicht so sehr wie das, was in den kleinen Bechern am Anfang des Abends war. Auch besitzt es im Vergleich dazu tatsächlich irgendeine Geschmacksrichtung. Doch ohne Erinnerung fehlt mir der Vergleich zu irgendetwas. Ich lecke mir über die Lippen, weil da noch ein Tropfen kitzelt. Dein Lieblingsshot, Emmy, na? Ich schüttle den Kopf. Jägermeister, rufen mehrere im Chor. Selbst bei der Auflösung kommt mir keine Erinnerung. Doch ich wiederhole den Namen des Getränks im Kopf, um es mit dem Geschmack in meinem Gedächtnis abzuspeichern. Tief Luft holen, ruft eine dunkle Stimme. Schon spüre ich Luft in meinem Gesicht und ich muss nach dem Einatmen husten, denn das, was mir entgegenbläst, ist kratzig, süßlich, schwer. Ringsumher wird gelacht. Ich höre Glas aneinanderstoßen. Und? Immer noch hustend schüttle ich den Kopf. Trinken bitte, krächze ich und strecke meine Hände aus. Ich bekomme einen Becher hineingedrückt, an dem ich gierig trinke, um dieses Kratzen aus dem Hals zu bekommen. Leon, sage ich, denn ich schmecke den Mix, den er mir vor nicht allzu langer Zeit gemischt hatte. Allerdings ist er etwas weniger süß. Braves Mädchen, höre ich schon seine Stimme an meinem Ohr. Ich glaube, sie hat das Gras nicht erkannt, quietscht Alina. Wetten, dass das nächste gewiss ihre Erinnerung wecken wird? Gejohle folgt. Hände ausstrecken! Der Becher wird mir abgenommen. Ich strecke die Finger aus, treffe auf Stoff, erkenne eine Hose. Ich will die Hände zurückziehen, da ich die Knöpfe im Schritt ertastet habe, doch meine Hände werden festgehalten und gegen die wachsende Männlichkeit gedrückt. Die Gäste scheint es zu amüsieren, mir hingegen ist es mehr als unangenehm. Nein, bitte, stammle ich nur. Der Kerl vor mir wiegt hin und her, reibt sich an meinen Handflächen. Ich will sie wegziehen, doch der Griff um meine Handgelenke wird fester. »Hey, sie hat Nein gesagt«, ruft es von meiner rechten Seite. »Verpiss dich, Alter! Spielverderber! Lass das! Das ist doch nur Spaß!« Es wird um mich unruhig, lauter, aggressiver. Endlich werden meine Hände losgelassen. Ich reiße mir sofort den Stoff von den Augen. Nur kurz erkenne ich Tommy, der fragend zu Alina schaut, die ihn am Arm festhält. »Komm, schnell«, raunt Leon zu mir. An meiner Seite ist ein Gemenge, doch mein Retter zieht mich mit sich und weg davon. Sein Weg führt hinter die Grillhütte. »So ein Idiot«, schimpft er laut, als wir allein im Schatten der Rückwand stehen bleiben. »Den knöpfe ich mir noch vor. Erst die Aktion im Krankenhaus und jetzt das.« Er kramt etwas aus seiner Jeanstasche. Vor der Hütte wird heftig diskutiert. Leon dreht sanft meinen Kopf wieder zu sich. »Jetzt entspannen wir uns aber erst einmal, Süße«, raunt er mir zu. Er streicht mir mit dem Daumen über die Lippen. Sein Gesicht kommt immer näher. Ich will unbedingt einem Menschen vertrauen können. Als seine Lippen meine berühren, öffne ich den Mund. Es fühlt sich an, als ob er auf der Zungenspitze etwas Kleines, Rundes hat. Ich versuche, den Geschmack zu erkennen, der sich verteilt. Doch Leon presst sich an mich, raubt mir die Luft zum Atmen und lässt erst von mir, als ich schlucke. Er küsst mich noch einmal auf den Mund.
Braves Mädchen, gleich geht's dir besser, flüstert er mir ins Ohr, um dann mit der Zunge meinen Hals entlang zu fahren. Wie meint er das? Der Alkohol macht mir das Denken schwerfällig. Ich hatte gar nicht so viel trinken wollen. Doch plötzlich geht von meinem Bauch ein Kribbeln aus, rast durch meine Adern in meinen Kopf. Was hast du mir gegeben? Er streicht über meine Seiten, schiebt ein Knie zwischen meine Beine. Nichts, was du noch nie probiert hast. Entspann dich. Das ist falsch. Nein, versuche ich laut zu sagen, doch er erstickt das Wort mit einem Kuss. Nein, bitte. Ich helfe dir beim Erinnern, flüstert er an mein Ohr. Mir ist schwummrig. Mein Herzschlag dröhnt in meinen Ohren und übertönt die Musik, die wieder irgendwer lautgestellt hat. Ich will zu Ramona. Seine Hände wandern unter mein Oberteil. Dein Körper wird sich an mich erinnern. Das will ich nicht. Nein, bitte, stöhne ich, als er meinen Mund kurz freigibt. Seine Augen vor mir verschwimmen. Weine ich? Nein. Oder? Mir wird komisch. Ich spüre seine Fingerspitzen überall. Sie verbrennen mich. Es wird immer heißer. Meine Gedanken lassen sich nicht fassen. Ich weiß nur, dass ich das nicht will. Du hast mir so gefehlt. Seine Stimme ist dunkel, scharf, ganz anders als das, was ich sehe. Das wird zunehmend undeutlicher. Er erdrückt mich. Ich bekomme keine Luft. Mir ist heiß. Er ist zu nah. Nein. Will nicht. Bitte. Nicht. Ich. Und das war's. Damit endet das Kapitel. Ich mach direkt mal so und sage mal, während ich mir das in die Ohren stopfe, ich finde das eine sehr unangenehme Szene. Das ist ja so gewollt. Ne? Es ist wirklich, man denkt gerade, sie ist gerettet und dann nimmt das eine sehr unangenehme Wandlung. Warum? Nein, es ist also, ne, es ist die Wirkung hier auf mich ist eine Vergewaltigung, die mir da geschildert wird. Und dann beim Thema Triggerwarnung ist sowas ja auch ganz wichtig und so. Einfach mal so in den Raum gestellt. Ja, wobei Triggerwarnung hin oder her, ich spoiler jetzt mal, es wird keine Vergewaltigung. Sonst hätte ich das auch ganz anders formuliert. Okay. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Aber wichtig ist mir eben auch in dieser Szene gerade, dass sie ja überhaupt nicht weiß, wem sie vertrauen kann. Sie ist auf einer Party, die von ihren Freundinnen veranstaltet wird. Leon ist ein Freund, ja, mit dem sie so eine On-Off-Beziehung immer wieder hat, der sie auch ganz am Anfang rettet, als sie da in den Rhein gestürzt ist. Aber was bedeutet denn die Beziehung für sie letzten Endes? Ja? Und der Leser muss ja auch einen gewissen Eindruck von diesen ganzen Persönlichkeiten, die in dem Buch vorkommen, kriegen, aus den Augen von Emily, ja, die vorher diese On-Off-Beziehung hatte. Aber letzten Endes, gerade in dieser Szene, wird sehr, sehr deutlich, worum es diesem Kerl eigentlich immer nur ging. Mhm. Manchmal ist es, also gerade wenn man überhaupt keine Erinnerung daran hat, ist natürlich jede Szene drastisch. Ja, ja. Auch ein Bruch mit einer Freundin. Ja, sie hat den Mädels da vertraut, die dieses geniale Wiedererinnerungs-Kennenlernspiel machen. Ist das wirklich eine Freundschaft, die sich sowas ausdenkt? Da lasse ich auch den Leser so ein bisschen mitdenken und spielen. Wie würde es denn mir gehen? Oder wie würde ich denn als Freundin agieren? Ist das die Art und Weise, zu helfen? Ja. Ja, ich dachte gleich so, als würde so, ist ja total unsensibel. Also es war so mein erster Gedanke, so einfach mal Augen zu, die weiß, kann sich an nichts erinnern, nicht an Gerüche, also gar nichts. Und dann wird ihr noch der Sehsinn genommen. Also das ist da ein bisschen sensibel von meinen Kindern in der Arbeit. Ich weiß ja, wie das dann ist, wenn man zum Beispiel nichts hört und dann kriegt man noch die Augen verbunden und so weiter. Also, boah. Also mich hat es richtig geschüttelt und so Gänsehaut und ich dachte mir, die Arme, hofft die da heil wieder raus. Ja. Aber dann endet das Kapitel so oder die Vorlesestelle endet dann so und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich muss wissen, dass sie in Sicherheit ist. Also ja. Naja, es wurde ja vorhin schon gespoilert, es stirbt, es wird nicht gestorben, ne? Ja, genau.
Ja, aber das habe ich ja Du auch schon zu überlebst auf ganz, jeden ganz Fall. Beginn gesagt, dass ich mich ja im Field of Romance umhertreibe und da ist für mich schon die Prämisse Happy End. Ja. Ja, ich weiß, andere lieben auch mal, wenn es anders ausfällt. Ja, aber ich glaube durchaus, wenn man als Leser, Leserin zu Genre Romance greift, dass man das, also der wäre enttäuscht, wenn Wobei da hier, jetzt Schlag auf Schlag käme und alles noch drauf und wobei hier im geht Chat, ja auch nicht. im Chat vom Chris vom Harlem kam die Frage bei der Vorlesestelle: Sind das die Thriller-Elemente? Ich kann die Frage durchaus nachvollziehen. Den Thriller-Elementen. Aber ja, doch, es geht schon unter die Haut. Also ich musste ja auch gerade und dachte so, boah, Horror. Aber es macht auf jeden Fall neugierig. Und wenn es ja ein Einzelband ist, weiß man ja am Ende, wie es ausgeht. Und Happy End kann ja Verschiedenes heißen. Kann Verschiedenes heißen, In ja. dem Fall sage ich jetzt mal. Aber du schreibst auch schon an was Neuem an diesem Romantik-Thriller. Der ist schon fertig. Der Schon ist fertig. gerade in der ersten Überarbeitungsphase. Ja, die ersten Oh. Testleser haben sich zurückgemeldet. Und das heißt, vormittags schreibe ich an meinem Sommerprojekt, nenne ich es jetzt einfach mal, weil Ah, es für Sommer okay. nächsten Jahr geplant ist. Da gehe ich auch wieder experimentell vor. Da probiere ich was ganz, ganz Neues aus. Und genau, und der Romantic Thriller soll Ende Januar erscheinen. Also von daher Ah. bin ich da schon in den nächsten Schritten drin. Das Ende steht schon drunter. Wie gesagt, die ersten Testleser sind durch. Und da geht es jetzt weiter in der Überarbeitung. Das mache ich dann immer mittags. Gibst du aber auch ganz schön Gas, was die Veröffentlichungen betrifft, oder? Oh. Weil Emily ist ja auch gerade erst, dann im Januar, dann hast du noch das Sommerprojekt. Also deine Veröffentlichungsspanne ist ja ziemlich kurz. Oder ist es nur jetzt einfach, weil es zufällig so fällt, oder ist es bewusst so geplant? Also geplant will ich es jetzt nicht nennen, aber das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen bin ich Self-Publisher. Das heißt, ich muss, um eine gewisse Sichtbarkeit zu gewinnen, muss ich einfach auch veröffentlichen. Ich kann jetzt nicht wie ein Verlagsautor einmal im Jahr ein Buch rausbringen und ein Verlag sorgt dafür, dass ich ja ein gewisses Ranking habe. Ich habe ja nicht das Glück, dass jetzt wie beim Verlag jemand in die Buchhandlung reingeht und sagt, hier, 10 plus 2. Nimm das Buch und dann steht es auch überall. Das heißt, ich muss da sowieso schon das Marketing ganz anders angehen und dazu gehören auch kürzere Veröffentlichungszeiten. Und das andere ist, dass ich mich dazu entschieden habe, dass ich peu à peu in die Vollzeitschreiberei rein möchte. Und die ersten Schritte bin ich schon gegangen. Das heißt, dass ich jetzt schon, ich sage immer Teilzeitautorin, das kann man ja so genau gar nicht festlegen, aber dass ich schon einen Großteil vom Tag schreibe. Und dadurch komme ich natürlich auch an ganz andere Seitenzahlen als jemand, der einen Brotjob hat und muss dann abends am Wochenende so zwischendrin mal irgendwie schreiben. Da komme ich schon ganz anders her. Und mein großer Vorteil obendrauf ist, dass ich von Beginn an schon geschaut habe, dass ich ein gewisses Team zusammen habe. Also schon bei meinem ersten Buch habe ich ein Blogger-Team aufgestellt, das mich bis jetzt begleitet. Natürlich immer mal mit Abwechslungen. Im Moment kriegen wir mehrere Blogger-Babys, ja, die machen jetzt erstmal Pause, dann habe ich jemanden reingeholt. Ist aber auch schön, weil ich begleite die, die begleiten mich so lange, dass man da einfach auch so private Sachen mitkriegt und sich auch daran freuen kann. Das heißt, diese Arbeit nehme ich schon mit und ich habe ein Team an Lektoren, an Korrektorat, auch jetzt mit dem Grafikdesign, wobei ich da jetzt mal neue Wege gehen möchte, mal jemand Neues ausprobieren. Dass das einfach in guten Händen ist. Ich muss nicht jedes Mal bei Null anfangen, ein Blogger-Team zusammenstellen, eine Marketingstrategie. Wer lektoriert mir das? Also je mehr man da eine gute Basic hat, desto einfacher funktioniert es auch vom Schreiben bis zum Veröffentlichen hin. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, ich habe ja Germanistik, Kunstgeschichte und Buchwissenschaft studiert. Das heißt, ich bringe da auch eine gewisse Basis mit an Grundkenntnissen und habe ja jahrelang für Zeitungen und Magazine erstmal gearbeitet, bevor ich dann wirklich ans Bücher veröffentlichen gegangen bin. Und von daher habe ich einfach vieles jetzt, wie sagt man so schön, in meinem Werkzeugkasten drin, ja, was andere sich noch erarbeiten müssen.
Also Schreiben ist halt schon jahrelang mein Geschäft. Und gewisse Sachen, da muss ich mir keinen Kopf mehr drüber machen. Das läuft einfach. Ich muss nicht Karteikärtchen und da ist jetzt der Anfang und der Höhepunkt oder ich mache meine Schneeflockenmethode. Also ich habe da einfach schon eine gewisse Arbeitsweise und Routine für mich entwickelt, die mir jetzt einfach als Buchautorin zugutekommt. Und dadurch kann ich in, ich sag mal, verhältnismäßig kurzer Zeit kann ich die Bücher rausmachen. Wobei ich allerdings auch keiner von den Autoren oder Autorinnen bin, die dieses 12-in-12-Projekt ausprobieren würden, weil das wäre mir dann zu viel Quantität statt Qualität. Nichts gegen sie, für mich jetzt, für meine Sache, wie ich mir das vorstelle, für meine Bücher. Nicht falsch Was? verstehen. Nee, jeder so, wie es für ihn passt, würde ich sagen. Was bitte ist die Schneeflockenmethode? Das habe ich noch Kennst du nicht nie die gehört. Schneeflockenmethode? Nee. Du hast quasi ein Thema. Also jetzt wie bei Emily Amnesie. Ja, das ist der Kern des Ganzen. Und wie bei einer Schneeflocke gehen ja so die Arme weg. Ah, Ja, und okay. dann suchst du dir den Protagonist. Und der Protagonist hat ja dann wieder Familie oder Charakter. Und so verzweigt Okay. sich das immer mehr. Das ist so ähnlich wie Mindmap, bloß jetzt auf Roman bezogen. Ja. Ah, cool. Und bei deinem Sommerprojekt, ich muss da jetzt noch mal einhaken, mal Ah! schauen, ob du doch noch ein bisschen mehr Nein! Mal gucken, da muss ich jetzt Also, aufpassen. du hast versucht, es charmant zu umgehen, aber ich habe es ganz genau gemerkt, dass du da ausweichst, als du da gesagt hast, du versuchst was ganz Neues. Und das macht mich natürlich dann gleich Ganz stutzig und neugierig. neugierig. Aber ich habe einen Verdacht. Okay. Es kommen Shelties drin vor. Ja, mach's Sachen. Also, wie viel kann ich erzählen? Also, es wird romantisch. Es werden drei Protagonisten drin vorkommen, eine Frau und zwei Männer. Und du merkst, ich muss jetzt überlegen, wie ich es formuliere. Ich formuliere es so neutral, wie ich es kann. Es wird ein Entscheidungsroman. Eine Dreiecksgeschichte. Okay. Ich bohre auch gar nicht weiter nach. Ich merke schon, da ist noch zu viel geheim, aber wir können ja auf deinem Instagram-Account immer wieder spicken. Vielleicht kommt ja das ein oder andere mal ans Licht bis zum Sommer, sage ich mal. Ja, aber jetzt kommt ja erstmal der Romantic Thriller. Da wird ja dann noch nach Weihnachten losgelegt. Vorher lohnt sich das, glaube ich, auch nicht mehr. Deswegen habe ich auch gesagt, ich nehme mir da jetzt ganz viel Zeit. Normalerweise hätte ich den jetzt dieses Jahr noch rausbringen können, wenn ich überall ein bisschen. Da habe ich gesagt, wir machen das alles völlig entspannt, weil jetzt im Weihnachtsgeschäft, da muss das Buch entweder schon da sein oder es geht einfach unter in dem, was jetzt alles noch kommt. Von daher denke ich, das Ende Januar ist eine schöne Zeit. Erstmal, dass ich völlig entspannt und ohne Zeitdruck ein Buch rausbringe. Ja, und dann werden irgendwann die ersten Schnipsel kommen und. Ja, aber ich versuche tatsächlich so lange wie möglich, also bis zum Veröffentlichungstag, das Ganze so ein bisschen rauszuschieben, weil ich habe sowas noch nirgends gesehen in der Art und Weise. Und daher bin ich gespannt, wie es dann ankommen wird. Und ob es so funktioniert, das ist ja die nächste Sache, was man im Kopf hat. Da muss noch einiges geschrieben werden. Wie gemein, jetzt machst du mich noch neugieriger. Ja, alles richtig gemacht, Sissy. Ja, genau. Okay, bevor ich aber jetzt doch noch weiter bohre, Christian, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, gibt es. Eine wurde mit Sicherheit schon beantwortet. Da habe ich nur, glaube ich, gerade selber was aus dem Chat wieder rauskopiert. Deswegen hake ich da nochmal nach. Und zwar schrieb Rebecca Little Feigling direkt zu Beginn, als du von dem Romance Thriller erzählt hast. Oh, das ist was für mich. Wann kommt der Thriller raus? Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt. Da war ich nur gerade da. Wann kommt er Geplant raus? ist es Ende Januar. Ende Januar. Alles klar. Also Little Feigling, Ende Januar. Gut, dann haben wir von Rotträckchen die Frage zum Thema Covergestaltung. Gibt es ein Programm für Anfänger zur Covergestaltung? Gibt es da Tipps? Ich vermute mal Photoshop und InDesign, oder? Also es gibt mittlerweile Autoren, die mit Canva arbeiten. Ah, okay.
Ich finde es immer schwierig. Also natürlich ist Photoshop so die erste Wahl, wobei ich mich gerade in Affinity-Photo einarbeite. Ich bin nämlich kein Freund von Abos. Weil wenn du heute Ich oder verstehe es. morgen sagst, du hast dein Abo nicht, kommst du an deine ganzen Dateien nicht wieder. Ja. Ich habe also ganz lange noch mit einer alten Photoshop-Variante, die man noch kaufen konnte, gearbeitet und habe die gehegt und gepflegt, bis mein Rechner gesagt hat, könnten wir mal über was Moderneres reden. Dito, Dito, Ja. ich hasse diese Abosysteme auch. Ist überhaupt nicht meins, aber da gibt es jetzt halt eine schöne Alternative, aber die muss ich mich erstmal reinarbeiten. Und die ist preis-leistungsmäßig echt toll, aber ich weiß gar nicht, so viel Werbung will ich dafür nicht machen. Das ganz, ganz Wichtige, was ich jedem mit auf den Weg geben will, der sich damit beschäftigt und gerne mal selber Cover machen möchte, achtet unbedingt auf die Bildrechte. Wenn ihr da irgendwo euch Bilder zusammensucht, und selbst, ich weiß, Pixabay ist bei vielen mittlerweile beliebt, seid extremst vorsichtig, da ist so viel geklautes Zeug drin. Und also Amazon geht auch hin und blockiert mittlerweile Titel und fragt nach, wo sind die Bildrechte her, wenn da Ah. irgendwas auffällig ist oder gemeldet wird. Die Okay. fangen damit jetzt auch an. Und sollte sich herausstellen, dass dieses Ding geklaut ist und du hast dafür keine Rechte zu veröffentlichen, bist du dran und nicht derjenige, der es irgendwo bereitgestellt hat. Da wäre ich extrem vorsichtig und würde genau hinschauen. Also lieber ein paar Euro ausgeben und halt einzelne Bildelemente kaufen. Auch da muss man ja heutzutage nicht überall ein Abo abschließen, ja, wenn man damit anfangen will. Aber ich bin, also mit Canva bin ich nie warm geworden, vielleicht weil ich ein Photoshop-Mensch bin. Das habe ich an der Uni schon gelernt, mit umzugehen. Von daher ist mir das, dieses Getüttels da, ich brauche da meine Ordnung und wissen, wie ich ausschnibbel und nicht ausprobieren und nicht wissen, wo sind die Bilder jetzt her, weil die ja eine Bilddatei hinten, also Datenbank hinten dran liegen haben. Damit kann man es ausprobieren. Ich kenne einige, die zumindest die E-Book-Cover mitmachen, aber ich sag mal, in 90% der Fälle sieht man es denen leider auch an. Ja. Okay, dann habe ich eine Frage vom Chris Harlem. Du hast es zum Anfang schon gesagt, das Veröffentlichen tust du seit letztem Jahr. Und er schreibt, wie lange schreibst du schon, wenn du das studiert hast? Also hast du dann auch wirklich erst konkret davor angefangen, dann wirklich zu schreiben? Oder schreibst du eigentlich schon seit deiner Jugendzeit und hast dich dann nur getraut, endlich zu veröffentlichen? Ich wollte gerade fragen, was meint er mit Schreiben? Schreiben, womit ich Geld verdient habe? Keine Ahnung. Er schreibt, Oder wie lange schreibt sie schon? Von daher, ich. das überlasse ich deiner Deutungshoheit. Okay, also schreiben, seit ich schreiben kann. Ich habe in der Grundschulzeit bei den ersten Schreibwettbewerben mitgemacht, weil mein Lehrer mich da gefördert hat und hat mir da auch immer Mut gemacht. Und ich arbeite ja selbst auch unter anderem im Grundschulbereich mit und finde das umso wichtiger, das auch zu vermitteln. Also man pflanzt da einfach einen Samen in Kinder rein, wenn man denen einfach das Selbstbewusstsein vermittelt. Und das habe ich all die Jahre auch immer mit mir getragen. Ja, dieser Mensch, der damals schon gesagt hat, aus dir kann was werden, bleib beim Schreiben dran, das ist deine Sache. Ja, das habe ich heute noch drin, weshalb ich es auch immer sehr, sehr gern erzähle. Und ich glaube, dass viele unterschätzen, was so Worte dann auch bei Kindern ausmachen. Weshalb es mir auch so wichtig ist, das heute auch weiterzugeben. Und das erste bisschen Geld habe ich, lass mich nachdenken. Mein erstes Praktikum bei einer Zeitung habe ich gemacht mit 17 und bin dann dort direkt als freie Mitarbeiterin übernommen worden. Und ab dann gab es auch Geld dafür. Und dann wusste ich bin auf dem richtigen Weg, auch wenn ich einen kleinen Umweg über eine Ausbildung gemacht habe, weil es meine Eltern so wollten. Ja, aber bin zumindest damals schon immer wieder in die Zeitung gerutscht und habe das ja nach und nach ausgebaut. Okay. Dann jetzt just kam im Chat noch eine weitere Frage vom Chris. Veröffentlichst du ausschließlich beim großen Fluss? Also ausschließlich Amazon oder kann man deine Bücher auch woanders erwerben? Nein, also mir ist es, da ich hier selbst als Buchhändlerin gearbeitet habe, ihr merkt, ich habe in vielen Bereichen irgendwo gearbeitet. Nein. Als Self-Publisher kommt man leider nicht drum herum. Sollte jemand vom großen A hier rumrennen, sorry, dass ich das so sage, aber ich finde es wirklich, dass das ein ganz, ganz großes Leider ist. Ich komme nicht drum herum. Ich habe es anderweitig ausprobiert, möchte aber nach wie vor, dass zumindest die Prints in jeder Buchhandlung erhältlich sind. Und da schaue ich auch immer bei meinem Anbieter, beim Distributor,
dass da auch remittiert werden kann, weil das gerade für die kleinen Buchhändler sehr, sehr wichtig ist. Ja, dass sie eine Chance haben, auszuprobieren und wenn es nicht klappt, dass sie zumindest remittieren können. Also da habe ich einfach zu lange darin gearbeitet und bin auch sehr, sehr dankbar, dass mein Ex-Chef auch immer wieder meine Bücher ausstellt und dass ich da zumindest schon mal so den ersten Fuß drin habe und da unterhalten sich ja auch Kollegen untereinander. E-Books, wie gesagt, habe ich ausprobiert, aber mit mäßigem Erfolg woanders. So muss ich das, glaube ich, formulieren. Und habe danach einfach die Zahlen verglichen und habe festgestellt, dass mir die KU-Themen fehlen. Und zwar extremst fehlen. Das ist einfach im Moment noch so. Ich hoffe, dass sich die Zeiten da irgendwann mal ändern. Ich habe immer wieder ein Auge drauf und werde es auch nicht aus den Augen verlieren. Aber im Moment ist da einfach Service und Verbreitung und Marketing von den Anbietern, da kommt noch keiner ran. Aber wie gesagt, leider, weil ich würde sie da echt gern unterstützen, weil es ist immer ein großes Problem, wenn einer so eine Machtvorstellung hat, weil der kann sich dann auch irgendwann mal alles erlauben. Ja, im Moment sind wir da ja noch ein bisschen getüttelt als Autoren. Aber wenn die natürlich heute oder morgen sagen, wir schrauben die Tantiemen um 50% runter, jetzt einfach mal so, ja, völlig übertrieben, kann keiner was machen. Und dann kann auch keiner mehr woanders hin, weil die haben den Aufbau bis dahin vielleicht noch gar nicht geschafft. Wir haben es ja jetzt gerade, wir haben es ja quasi selber gerade erfahren. Du bist ja auch bei Twitch aktiv, ne? Und wir sind jetzt auch bei Twitch. Twitch gehört zu Amazon dazu und da gab es ja vor kurzem schon die Entscheidung, dass Abos günstiger werden, Genau. was ja bei vielen, auch gerade der größeren Streamer, für einen großen Aufschrei gesorgt hat, weil das bei denen natürlich auch nochmal einen massiven Einfluss hat. Und dann gibt es ja jetzt auch neue Gerüchte, dass da eventuell bald eine neue Funktion kommt, die mir Twitch auch ein bisschen unangenehm macht. Können wir vielleicht nachher Backstage drüber quatschen, falls du da noch nichts von gehört hast. Nee, noch nicht. Danke, Aber gerne. das ist halt, wenn jemand so ein Alleinstellungsmerkmal und so eine Marktmacht hat, ist das, ja, gebe ich dir völlig recht, ist immer schwierig. Ja. Ja, und das andere, was wir ja nicht vergessen dürfen, natürlich ist es gerade in Corona-Zeiten sehr, sehr angenehm gewesen, wenn man nicht einkaufen kann. Ja, man ist Prime-Abonnent, Ja. klickt drauf, kriegt alles versandkostenfrei, schickt es zurück. Ach, manchmal muss man es gar nicht zurückschicken. Die sagen, wenn es kaputt ist, schmeiß in den Müll Ja. und überprüfen es noch nicht mal. Also sie verwöhnen einen im Moment wirklich sehr. Also wir wissen ja auch, wie sie es machen, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Aber geht mal jetzt bitte, Leute, tut mir den Gefallen. Geht in eine Stadt, geht in die Fußgängerzone und schaut euch mal an, wie viel Geschäfte vermietet werden können, weil die es alle nicht gepackt haben. Ist es das, was wir wollen, in unserer Freizeit nur noch am Computer hocken und irgendwelche Bestellungen machen? Oder wollen wir auch in Zukunft, wenn es wieder geht, draußen bummeln, ein Eis essen und von einem kleinen Geschäft in ein anderes gehen? Und ich rede nicht, verzeih mir den Ausdruck, in diese China-Billigläden rein, sondern ich will in einen qualitativ hochwertigen Laden, wo noch ein Verkäufer mit Herzblut steht, der Service anbietet und eine Beratung. Ja, die Entscheidung treffen wir mit jeder einzelnen Bestellung. Und manchmal muss ich dafür einfach auch mal einen Euro mehr ausgeben. Aber entschuldigt, Leute, wer bei Starbucks einen Kaffee trinken kann, wo wir wieder bei Ketten sind, der kann sich's auch erlauben, ja, für was anderes mehr auszugeben. Und Leute, solange wir noch Buchpreisbindung haben, kann mir auch keiner erklären, wieso er nicht beim Buchhändler um die Ecke bestellt und ihn damit fördert. Dann verbindet man halt mal einen Bummel oder einen Einkauf damit. So, das war Ich mein finde, Wort zum Sonntag. ich finde, Absolut deiner Meinung. lieber Chat, ich finde, das, was Sissy gerade gesagt hat, hat eine Runde Applaus verdient. Bitte, ich erwarte das Applaus-Emoji jetzt. Danke. Danke. Weil wirklich, sprichst mir aus der Seele. Ja. Aber wirklich. Nächste Frage. Und zwar vom Tom Brückel. Er hat gefragt, wie lange und aufwendig ist die Recherche zu den Themen, wie zum Beispiel Amnesie oder Stalking? Aufwendig. Mein Mann, der kann ein Lied davon singen, weil der muss sich abends die ganzen Podcasts zum Einschlafen dazu anhören, die ich mir raussuche. Und wenn meine Family mal reinkommt, dann läuft da natürlich auch öfters mal ein YouTube-Video zu dem Thema, was ich gerade aktuell am Recherchen bin. Ich kann es gar nicht in Zeit oder so messen. Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Dann würde ich vielleicht weinen als Self-Publisher. Wenn ich da Stundenlöhne mit reinrechnen müsste, nee, lassen wir mal alles gut sein. Das ist ja Herzblut, das Schreiben erst einmal. Es ist schon sehr, sehr aufwendig und es beschäftigt mich auch noch nachträglich. Also es kann auch sein, wenn ich heute einen ganz, ganz interessanten Artikel darüber finde oder eine Dokumentation, dass ich mir sie anschaue.
ja, oder noch durchlese. Also das sind tatsächlich Themen, die ich nicht nehme, weil es könnte für den Mainstream interessant sein und deswegen schreibe ich sie, sondern das sind Themen, die mich berühren, die für mich interessant sind und dann trage ich die auch länger mit. Und es kann auch sein, dass ich aktuell irgendwelche Themen auffasse, mir Notizen mache und dann kommt erst in 2, 3 Jahren ein Buch dazu raus. Okay, dann haben wir vom Florian, das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich auch schon dann die letzte Frage. Ja, ist die letzte Frage aus dem Chat, dann kommen noch Fragen von mir. Und zwar, Quatsch, ich hab noch zwei Fragen. Dann, ich bin hier. Mach einfach So, zu, ich bin ja. da. So, einmal von Gabi. Gabi aus Hamburg hat gefragt, ist es schwierig, wenn man die ganze Zeit beim Schreiben quasi im Kopf der Protagonistin steckt, am Ende eines Arbeitstages aber wieder an seine eigene Welt. Warte mal, ich lese nochmal vor. Ist es schwierig, wenn man die ganze Zeit beim Schreiben quasi im Kopf der Protagonistin steckt, am Ende eines Arbeitstages wieder an seine eigene Welt zu kommen? So, ja, das hat man, glaube ich, verstanden. Ich kann nicht Ja, mehr hat man vorlesen. verstanden. Zum Glück bin ich schon mit beiden Szenen durch. So. Ist für mich nicht schwierig. So muss ich die Frage beantworten. Ich kenne Autoren, die verlieben sich in ihre Protagonisten und erzählen ganz komische Stories, die gehen da nachts mit denen in Gedanken, naja, egal. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja gelernte Drogistin, also auch das habe ich gemacht. Und damals hatten wir auch ganz viele Pat also Menschen, die Krebs hatten, die bei uns einfach noch pflanzliche Mittel und so geholt haben. Und eines der ersten Dinge, die ich von meinem damaligen Ausbildungschef gelernt habe, war, du darfst nicht deine Probleme mit reinnehmen. Ja, weil dann bist du einfach ein schlechter Verkäufer, ein schlechter Berater vor allen Dingen. Also bei ihm war Service sehr, sehr groß, deswegen bin ich auch so ein kleiner Service-Nerd. Also wenn mich was aufregt, ist es ein Mensch, der im Verkauf ist und davon überhaupt keine Ahnung hat. Aber ich konnte auch die ganzen Geschichten, die die mitgebracht haben, die haben mir erzählt, ich war beim Arzt, mir geht so schlecht, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich noch lebe. Also sowas haben sie einfach erzählt. Also wir waren da auch eine Anlaufstelle. Und ich glaube, ich wäre daran kaputt gegangen, wenn ich das mit heimgeschleppt hätte. Also damals habe ich das schon gelernt. Und auch später bei der Zeitungsarbeit, es sind ja nicht immer nur hübsche, locker flockige Geschichten. Mein Redakteur hat die immer locker flockig genannt damals, als ich bei der Rheinpfalz noch gearbeitet habe, sondern das sind ja auch manchmal Schicksale, mit denen man zusammensitzt und spricht. Oder ich habe eine Zeit lang bei RPR dann bin rumgefahren und habe dort Interviews gemacht. Das kann man nicht alles mit heimnehmen. Also klar, du kannst auch nicht den Schalter so umlegen, aber man muss im Laufe der Jahre lernen, es ablegen zu können. Und so mache ich das auch mit meinen Geschichten. Wenn ich das Kapitel beende und dann gehe ich mit meinen Hunden eine Runde laufen, Kopf einmal durchpusten und dann, wenn ich zurückkomme und dann bin ich da, ja, Punkt. Bis ich wieder mich für meine Geschichte interessiere, bis ich Recherche mache oder an meinen Notizen arbeite. Das ist wichtig, meines Erachtens. Okay, dann haben wir noch vom Florian Spitzohr die Frage. Schreibt Sissi ihre Bücher immer zu Hause oder auch an unterschiedlichen Locations? Tja, früher oder heute? Vor Corona, Nein. oder? Also aktuell natürlich schwerpunktmäßig zu Hause. Ich habe mir aber so einen kleinen süßen Laptop geholt, der ungefähr Tabletgröße hat. Weil der einfach kein Android-System hinten dran hat. Das ist immer, keine Ahnung, ist nicht so mein Ding zu schreiben. Ich brauche da Programme, die es da auch nicht unbedingt gibt. Und bin auch gerne draußen unterwegs und sitze in Cafés und ja, recherchiere quasi andere Menschen, um es mal so ganz vornehm. Also nicht, dass ich die stalk. Das dürft ihr so nicht verstehen. Nicht, dass ihr da jetzt auf die Recherche kommt. Ja, aber es passiert natürlich draußen auch sehr viel. Ja, wenn du in der Fußgängerzone draußen unter den Bäumen sitzt und die Leute laufen vorbei, da passieren ja auch ganz, ganz viele Szenen. Das gebe ich auch immer meiner Schreibgruppe mit, oder wenn ich die größeren mal habe, da haben wir auch schon Kurzgeschichten AGs gemacht. Dann bin ich mit denen auch mal einfach im Park und habe gesagt, so, wir setzen uns hin und danach hätte ich gerne eine Geschichte von irgendwas, was ihr hier gesehen habt. Ja, aber da passieren keine Geschichten. Ja doch, da ist eine Mutter, die zieht ihr Kind hinterher, ja, und ist am Schimpfen. Warum? Da gibt es eine Geschichte dazu. Die mag nicht immer stimmen,
Aber bei dir im Kopf wird ja eine generiert, sofern du noch ein bisschen Fantasie hast. Ja, das muss man ja bei so pubertären Jugendlichen als mal rauslocken. Ja, oder keine Ahnung, da diskutiert ein Händler mit einem Käufer über irgendwas. Um was geht es denn? Wie sehen die Gestiken aus? Man lernt ja auch Mimik beschreiben, indem man sich das Ganze anschaut. Deswegen habe ich es vor Corona geliebt, wirklich so viel Zeit wie möglich auch draußen zu verbringen. Nicht immer mit Notebook tatsächlich, weil wenn ich dann wirklich in der Szene drin bin, dann will ich nicht genervt werden von Kaffee, aber mit meinem Notizbuch. Ja, und das gehört für mich zum Schreiben dazu. Da bin ich tatsächlich noch oldschool mit Stift und Papier, Notizbuch unterwegs und mache mir da einfach meine Skizzen, meine Notizen. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig, weil es soll ja so realitätsnah wie möglich sein. Okay, dann es kamen noch zwei Fragen rein, die stelle ich noch. Ich habe schon geschrieben, jetzt ist Frage an am Schluss. Einmal noch direkt noch vom Florian. Welche Programme nutzt du zum Schreiben? Quasi ein Follow-up zur Cover-Gestaltungsfrage. Ja, ich habe tatsächlich bis zu Emily alles mit Word geschrieben, weil ich furchtbar, ich weiß. Das liegt aber daran, dass die Programme für Autoren recht umfangreich sind und ich ungern mit irgendwas anfangen und ständig im Hinterkopf habe, wenn du einen falschen Knopf drückst oder wenn du irgendwas verschiebst. Ja, da bin ich ein bisschen, ich bin nicht so der Technikmensch. Also ich sage immer, ich kriege alles irgendwie hin, ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar, als ich mit Twitch angefangen habe, dass es Menschen gibt, die OBS Studio und alles peu à peu ganz genau die Einstellungen mir bei YouTube erklären. Aber hallo. Ey, ich bin so dankbar, ich hätte das allein nie geschafft. Ja? Ich würde jetzt gerne sagen, du hättest unsere ersten Streams sehen sollen, aber wir haben auch in unseren letzten Streams nicht gerade mit technischem Können geglänzt. Ja, und also ich habe tatsächlich schon länger geschwankt zwischen Scrivener und Papyrus und habe mich aber letzten Endes für Scrivener entschieden. Zum einen, weil ich da zwei Bücher habe, also ich genieße, das ist aber da, es liegt vielleicht an meinem Alter, ja. Ich muss was nachschlagen können. Ja, nicht immer nur suchen und damit Zeit verdatteln, weil man findet ja dann auch noch das eine rechts und das andere links. Also jedenfalls, ich bin so ein Mensch, sondern ich habe das Problem, ich nehme das, gucke hinten im Index nach, schlag die Seite auf, lese nach, wie es geht. Und es dauert aber bei mir, bis ich ein Programm drin habe. Und bei Scrivener gibt es ganz tolle Tutorials und ich habe da auch Webinare gebucht, um reinzukommen. Und dann, als ich sicher war, dass ich weiß, was ich da treibe, dann habe ich angefangen, mit Scrivener zu arbeiten und könnte mir selber in den Allerwertesten treten, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Weil so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Aber ich arbeite damit sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, ja. Okay, gut. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es dazu einen Hintergrund. Ich weiß es nicht. Also Sirscb. Mein Lieblingsschweizer. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, Adrian. Also es hat einen Zusammenhang, denn hier kommt: Frage Sissy doch mal, was ihr in den Sinn kommt, wenn sie an die Schweiz denkt. Ja, also unser lieber Sir, Sir SCB. SCB ist, sind die Initialen von seiner Lieblingshockeymannschaft. Habe ich richtig gesagt, Adrian, oder? Weil ich habe auch mal gefragt, was es bedeutet. Der begleitet mich seit Anfang an bei Twitch. Und ja, er ist Rollenspieler und macht seine eigenen Quests und leitet die. Und da habe ich gesagt, du, wenn du das so toll kannst, musst du doch eigentlich schreiben. Du bist ja prädestiniert dafür. Und ich bin ganz, ganz stolz. Seine Buchpatin hat er mich getauft. Ich helfe ihm bei seinem allerersten Roman. Das heißt, Cool. ich kriege so seine Kapitel und dann treffen wir uns auf Discord und machen Meetings miteinander und gehen das Ganze so ein bisschen durch. Und das ist auch mal eine andere neue Erfahrung, als einfach nur zu lektorieren oder zu korrigieren, sondern wirklich dabei sein und jemanden auf den Weg führen. Und er ist so dankbar und so toll und ja, also ich kann mir Twitch ohne meinen Lieblingsschweizer, der mir auch schon Schweizer Schoki geschickt hat, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, weil er ist mein Mod, ja. Das ist seine Art, sich zu revanchieren. Und ich habe Post von ihm sogar gekriegt. Also er schreibt Fantasy und schaut mal, das ist handgeschöpft. Das Cool. Wow. hat er selber gemacht. Sehr cool. Ja,
wenn ich Schweiz höre, muss ich an ihn und daran denken, was wir für eine tolle Zeit miteinander haben und auch noch haben werden, weil da ist Schön. noch einiges zu schreiben, lieber Adrian. Kommt gleich der kleine Zeigefinger. Aber das hört sich ja eventuell nach einem zukünftigen Kandidaten für, weiß ich nicht, Staffel 4 oder so an, dann, wenn das alles fertig ist. Mal gucken. Schön, sehr schön. Also, und ich habe mich über die Frage, ich dachte, was ist das denn? Naja, gut. Ja, okay. Sofort erkannt. Sehr schön. Gut, Moni, wenn du keine Fragen mehr hast, erstmal, dann habe ich ja noch fünf Fragen. Diesmal habe ich sogar daran gedacht, es hier vorzubereiten und da zu haben. Meine fünf Buch-Nerd-Fragen. Erste Frage: Das erste Buch, an das du dich erinnern kannst. Der kleine grüne Drache. Aber ich weiß den Autor nicht. Aber ich habe das Buch noch. Okay. Sehr gut. Ich habe mein Kind, also mein erstes Kinderbuch habe ich auch noch. Das habe ich auch immer mit. Also das. Sind die ganz besonderen, wo man die ganze Geschichte noch im Kopf hat, die einen zum Lesen gebracht haben. Man kennt es auswendig, ne? Es ist echt Ja. krass. Also, also da sind ja viele Bilder dabei. Man hat da sogar die Bilder noch. Ne? Man kann im Kopf umblättern, ne? Es ist Ja. irre, irre. Genial. Ja. Okay. Zweitens, welches Buch hättest du gerne geschrieben? Boah, das ist eine schwere Frage. Ich weiß. Welches Buch hätte ich gerne geschrieben? Keins. Nein, ich finde tatsächlich tolle Bücher leben davon, dass der Stil des Autoren mit rüberkommt. Und ich möchte nicht einen Stil kopieren, das ich geschrieben, weil wenn ich, egal was für ein Buch ich nehmen würde, wenn ich es geschrieben hätte, wäre ein anderes dabei rausgekommen. Also erstens mal möchte ich es mir nicht anmaßen und zweitens weiß ich, dass ich das, egal welches, nie so in dieser Art und Weise hingekriegt habe. Jetzt nicht vom Können, sondern einfach vom Stil her. Ja. Also was ich irgendwann hoffentlich geschrieben haben werde, ist vielleicht mal ein Bestseller. Mir egal, was für ein Aufkleber. Und wenn es der Gigliothek-Bestseller ist, 2023, nehme ich alles. Aber schöne Antwort. Hatten wir so in der Form auch noch nicht. Sehr schön. Dritte Frage. Die beste Buchverfilmung ist. Oh, ganz kurz, du darfst drüber nachdenken. Und unser Wolfgang hat recherchiert, Hekel Helga, der kleine grüne Drache ist von Ursula Fuchs. Stimmt, vielen, vielen lieben Dank. Okay, ich wiederhole die Frage. Die beste Buchverfilmung ist. Boah, es gibt einige. Und viel zu viele schlechte. Es gibt viel zu viele schlechte. Ich denke tatsächlich gerade an Stephen King. Es mag viele verwundern, weil es gibt sehr viel schlechte Oh Stephen ja, oh ja, King-Verfilmungen. oh ja. Ja, und für manche, ich möchte jetzt nicht den Titel nennen, ich glaube, ich habe mich schon dreimal in meinen eigenen Streams darüber aufgeregt, deswegen mache ich das jetzt hier bei euch nicht. Aber jetzt bin ich Aber neugierig. ehrlich, soll Ja, ich dir sagen, die ja. schlechteste Stephen King-Verfilmung, Ja, bitte. Der dunkle Turm. Da will ich auch gar nicht Okay. drüber, ja, weil, nee, geht gar Ich nicht. hatte Geht jetzt Angst, dass gar du, nicht. ich hatte Angst, dass du jetzt sagst The Shining, weil dann hätte ich den Stream ansatzlos beendet. Aber so ist okay. Nein. Nein, Ich schwanke tatsächlich zwischen The Green Mile, Oh. weil da gibt es aber auch eine kleine Geschichte dazu. Wisst ihr, wie The Green Mile rausgekommen ist? Als Als Film. Fortsetzungsgeschichte. Ah, okay. Und zwar bist du jede Woche hin, jeden Monat hin, mein Buchhändler wusste das schon, der hatte das schon bereitgelegt. Jeden Monat gab es einen neuen Teil, also ein neues Kapitel. Waren ganz schmale, also schmäler als das hier. Okay. Und ich habe das mitgefiebert. Ja, umso größer war für mich dieses, und ich kenne ja Höhen und Tiefen, bin absoluter King-Fan. Ich habe einige Schrottfilme hier auf VHS noch, weil die es auch nie auf DVD geschafft habe, aber die gehören einfach zur Sammlung. Bis auf Der dunkle Turm kommt mir hier nie ins Haus. Wenn Okay. es jemand anschleppt, dann fliegt der hier raus. So wie ich auf deinem Stream. Ja, und ich finde, das ist eins zu eins mega geil verfilmt worden. Also, Ja. Green Mile, ich kenne das, ich habe das Buch nie gelesen und wusste auch gar nicht, dass das ein Fortsetzungsroman ist. Ich Das finde. ist später als Einzelband Ja. rausgekommen, tatsächlich. Ja, Ja. die meisten kennen es auch nur so, aber man,
Das war ganz toll. Der ist da neue Wege gegangen. Ja. Ich liebe sowas. Ja, Und sowas kriegst du mich sowieso. das hört sich tatsächlich auch ziemlich fantastisch an. Ich kenne halt wirklich nur den Film und habe den, glaube ich, sogar zweimal im Kino gesehen, weil ich den wirklich sehr stark fand. Ja. Aber ja, also, aber ich kann mir vorstellen, dass eventuell, wenn man das so als in so einer Form auch noch gelesen hat, dass das dann vielleicht nicht ganz mithalten kann. Aber naja. Aber. Okay, vierte Frage. Auf deinem Nachttisch liegt. Also buchtechnisch. Wir sind jugendfrei. Ich war gerade ganz entsetzt. Was hast du denn liegen lassen? Also, tatsächlich liegt gerade von meiner lieben Autorenkollegin Jenny Völker die gefallene Fee. Die ist bei mir in der Autorengruppe drin und die macht seit zwei, drei Büchern, nee, ihre Reihe hat sie auch, Hardcover. Das ist ja für einen Self-Publisher was ganz, ganz Besonderes. Und ich habe mir bei ihr persönlich, das ist auch nämlich sehr, sehr schön, dass das geklappt hat, bei ihr persönlich mein Hardcover abgeholt und habe dazu ein Frühstück gekriegt, Leute. Ja, auch sowas gibt es dann. Und ja, aber es dauert halt, bis ich es gelesen habe, bei mir leider. Das liegt auf meinem Nachttisch. Und wie heißt das letzte Buch? Die Saat. Kann das sein? Von The, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Trilogie, Blut, Die Saat, Die Nacht heißt der letzte Band. Genau. Das ist Horror, ist rausgekommen als Serie, The Strange, und das kriege ich abends. Ah. Das kriege ich von meinem Mann vorgelesen. Ach, das ist ja Von Del lustig. Toro und wie heißt der andere? Komme ich nicht drauf. Ja, Sorry. nicht. Ich habe jetzt auch schon Ja, zu viel alles gefeiert. gut. Aber auf jeden Fall, das ist auch was, was ich genieße, dass ich ab und zu vorgelesen bekomme. Und da Cool. sind wir jetzt beim dritten Band. Genau. Das finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Sehr sind cool. meine zwei Bücher, die da liegen. Ja, ansonsten, es gab direkt dann Beschwerden in unserem Stream. Was heißt hier, wir sind FSK 18? Also wir sind da FSK, seit wann sind wir jugendfrei? Stimmt, bei uns ist immer FSK 18 eingestellt. Also, es hätten auch schmutzige Details folgen können, aber. Okay, fünfte und letzte Frage. Die schönste Buchveranstaltung ist. Schönste Buchveranstaltung. Also gibt es jetzt eine ganz neue für mich, was Online-Buchveranstaltungen angeht. Und zwar war ich dieses Jahr das erste Mal auf der Saarbuch. Die gibt es aber auch erst, also es war erst das zweite Mal, dass die stattgefunden hat. So, und jetzt habe ich ja aufgrund Corona an einigen Online-Buchmessen teilgenommen, zum Teil als Aussteller, aber auch als Besucher. Und da waren mir die Preise ein bisschen hoch. Und habe gesagt, nee, dann halt mal nett. Man weiß ja auch nie, wie ist die Qual. Also ich hatte alles von Zoom 3 Tage lang hier vor der Kamera hocken, ja, mit Konferenzräumen und dies und jenes, was sehr, sehr anstrengend war, bis hin zu nur irgendwie Instagram-Posts machen. Da werde ich nicht so wirklich mit warm, liegt aber an mir jetzt persönlich. Und die hatten eine so geile Messe. Leute, ich habe, also ich erzähle es jedem, ob er es hören will oder nicht, ihr müsst da jetzt durch. Die Frankfurter Buchmesse und die Leipziger Buchmesse, ja, wenn da Vertreter auf der Buchsaar waren und haben gesehen, was die auf die Beine stellen, hoffe ich, dass sie sich alle in die Ecke gestellt und geschämt haben. Weil du hattest dort Messefeeling. Wie du es wirklich online habe ich das noch nirgends erlebt. Du hattest Stände, Räume in 3D, in denen du dich bewegen konntest. Es war eine Couch da, es waren Regale da, du konntest dir die Bücher quasi in die Hand nehmen, aufschlagen und du konntest ein Gespräch mit dem jeweiligen Standbetreiber haben. Und dann ist die Kamera aufgeploppt und du hast dich, wie wir uns hier unterhalten, mit denen unterhalten können. Und zum Treffen für eine Auszeit zu nehmen oder um Lesungen und Veranstaltungen zu besuchen, gab es einen Tower, der Gathering Tower. Und da hast du, jetzt wird es süß, dann hast du dir so kleine Männchen gebastelt, ja, konntest du anziehen, blond machen, grüne Haare, was weiß ich, und bist da mit den Männchen drin rumgelaufen. Konntest in die Bar gehen, mal was trinken, konntest aber auch mal an den Spielautomat gehen, mal spielen, um den Kopf frei zu machen oder dich in Lounges treffen, um zu unterhalten. Und dann sind überall
die Kameras, sobald du in der Nähe warst, aufgeploppt. Du hast automatisch Ton gehabt und konntest dich mit denen unterhalten. Das war beeindruckend. Leute, ihr könnt noch auf die Seite gehen und zumindest euch die Demo angucken und euch ärgern, dass ihr diese Buchmesse ausgelassen habt. So, das ist meine Meinung. Eine sehr schöne, sehr lange Antwort. Leider falsch. Die richtige Antwort wäre gewesen, die Gigliothek. Okay. Was, habt ihr eine Messe gehabt? Nein, aber das ist ja auch eine Buchveranstaltung hier. So, ich habe jetzt an Messen gedacht. Ich habe dich nur geärgert. Tut mir leid. Alles gut, nein, aber mir kam gerade noch die Frage und die würde ich tatsächlich noch reinnehmen. Wie schreibt sich die Messe? Oder wenn du sagst Seite, weißt du die Seite im Kopf? Dann schreibe ich sie mal kurz in den Chat, dann können die Leute draufklicken. Ich glaube buchminussaar.de. Aber leg mich jetzt nicht fest. Minus Saar mit Doppel-A nehme ich an. Genau. Ja, buch-saar.de. Guckt mal nach, ob es die Seite gibt. Ansonsten sucht mal nach Buchmesse Saar. Dann werdet ihr das bestimmt finden, wenn ihr es googelt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt gibt, ob es die Seite, die ich da gepostet habe, gibt. Also ein Buchmesse Saar. Einfach mal googeln. Genau, und dann ein bisschen nach unten scrollen und da könnt ihr euch mal in einem Ausstellungsraum bewegen. Ah, der Dirk hat es schon gemacht. Buchmesse-saar.de. Okay, alles klar. Gut, gut. Okay, das war's mit meinen Fragen. Du hast fast bestanden. Mist. Ja, die letzte Frage hat alles versaut. Du hast uns auch was zum Verlosen mitgebracht. Ja. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar gibt es natürlich ein Exemplar von der Emily. Und dazu noch zwei Goodies. Einmal ein Kärtchen, ein Autogrammkärtchen mit Grüßen von der Sissi und ein kleines Goodie-Bag. Was da drin ist, verrate ich jetzt nicht. Das findet ihr dann raus. Also findet die Person raus, die es gewinnt. So. Für alle, die länger bei uns sind, die überhaupt noch mal bei uns sind und bei Gewinnspielen schon mal mitgemacht haben, ihr wisst, wie es funktioniert. Ihr erfahrt jetzt gleich ein Passwort. Das gebt ihr in den Chat ein. Bitte nur einmal, weil wenn ihr es zweimal eingibt, fliegt ihr aus dem System wieder raus. Bitte nur einmal eingeben. Achtet darauf, wie ich das gleich schreibe und dann genauso eingeben. Ihr habt dann anderthalb Minuten Zeit, um das Passwort einzugeben. In der Zeit wird Sissi noch ein bisschen was erzählen. Für alle, die mitgemacht haben, ihr werdet automatisch in einem System registriert und dann wählt ein Bot zufällig jemanden aus, der dieses Wort geschrieben hat. Und die Person gewinnt dann ein Exemplar von Emily. So, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich es jetzt schon wieder gelöscht? Nein, hier ist es. Gut. Ihr habt jetzt die Chance, das Passwort einzugeben. Und das Passwort lautet, Sissi? Rein. Wie der Fluss. Exakt. Da steht es. Und jetzt habt ihr anderthalb Minuten Zeit. Ich nehme schnell meine Uhr in die Hand und stoppe. Und Sissi, die anderthalb Minuten gehören dir? Gehören mir, jawohl. Ja. Also, leg los, kann kurz fassen. Sissi, um kurz fassen, geht gar nicht. Doch, ich habe mir was überlegt. Und zwar habe ich ja Buchcover eingeschickt und habe eins vergessen mitzuschicken, weil es nicht per se ein Roman oder eine Kurzgeschichte ist. Und zwar hat meine Grafikdesignerin mir eine Postkarte gestaltet mit meinem Lieblingszitat aus Emily. Und weil ich mich so in diese Postkarte verliebt habe, habe ich meine Buchdesignerin gezwungen, mir dieses als Cover zu gestalten. Genau, ich habe es auch nochmal hier, seht ihr, und habe ein Notizbuch daraus machen lassen, weil Notizbücher kann man ja nie genug haben. Und das gibt es allerdings nur exklusiv bei Amazon, weil ich versucht habe, mir einfach mal ein Amazon-Buch zu machen. Habe es auch innen drin verziert mit Motiven von vorne. Also wer ein Notizbuch braucht oder eine Freundin hat, die noch Geburtstag hat, Weihnachten, Nikolaus steht auch vor der Tür, darf ich euch auch nochmal Werbung machen für mein Notizbuch, weil ich vergessen hatte, dieses als Cover mitzuschicken. Sehr schön. Dann lese ich doch glatt mal das Zitat drauf vor, was da drauf steht, ne? Weil ich habe die Karte ja auch hier. Du kannst jeden Tag entscheiden, welchen Weg du gehen möchtest. Manchmal gehört es auch zum Vorankommen, alte Wege zu verlassen oder ganz mutig, Unbekannte zu gehen. Sehr schön. Schönes Zitat. Und damit sind die anderthalb Minuten beendet. Wir haben eine ordentliche Anzahl gültiger User, die hier dabei sind. Und ich zähle runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und roll it. Und gewonnen hat Gabi aus Hamburg. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Gabi. Gabi, das ist ein Zeichen. Hier steckt dein Lesezeichen drin.
Jetzt kriegst du so ein Buch und kannst dein eigenes Lesezeichen reinmachen. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Gabi. Ich gratuliere. Viel Spaß beim Lesen. Yep. Gabi, du kennst das Prozedere. Der Dirk schickt dir ein Passwort. Wobei, Dirk, spar dir das. Gabi, schreib mir bitte über Discord nochmal deine Adresse. Die müsste hier schon irgendwie rumliegen. Gabi hat nicht das erste Mal gewonnen. Ich glaube auch nicht das erste Mal bei der Gigliothek. Ich weiß es nicht mehr. Aber Gabi, schreib mir einfach über Discord nochmal deine Adresse und dann geht das Buch demnächst an dich raus. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gut. Okay. Ich halte die Klappe und übergebe an Moni. Okay. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Sissi, dass du dir heute die Zeit genommen hast für all unsere Fragen. Es war mega interessant und oh Gott, ich bin so neugierig auf dein Buch. Ich bin froh, dass ich es schon habe. Dass ich direkt weiterlesen kann. So ist es nett. Also vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ich mich auch. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Dem kann ich mich nur anschließen. Mhm. Herzlichen Dank. Damit nochmal einen großen Applaus für Sissi. Und Sissi, ich verschiebe dich schon mal in den Hauptraum, beziehungsweise muss das wahrscheinlich nochmal bestätigen. Nochmal einen donnernden Applaus für Sissi. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao. So, und ich muss mich wieder einblenden. Selbst an sich zeigen, hin und her schieben und Übergang und tada, da sind wir. Wunderbar. Das hat wieder echt richtig viel Spaß gemacht. Ja. Mann. Super. Dafür, dass letztes Mal ausfallen musste, ja. Bin ich froh, dass jetzt wieder weitergeht. Da besprechen wir aber gleich noch einfach mal, wie wir und wann wir das nachholen. Das werden wir dann demnächst, denke ich mal, bekannt geben. Müssen wir auch mit Hope dann noch ausmachen, dass das alles klappt. Hier seht ihr übrigens im Hintergrund schon Mist. Moment. Hier solltet ihr sehen, aber es ist leicht zusammengeklappt. Das Buch von Hope, um das es eigentlich vor 2 Wochen gegangen wäre, also beziehungsweise das ist ein Doppelband, das gibt es auch einzeln und heißt dann Suspicious Love und Undesigned Love. Da seht ihr auch schon meine Lesezeichen drin für die Szenen, die sie mir geschickt hat. Holen wir dann nach. Ja, unbedingt. Ja, ich habe aber noch etwas, was ich nicht vergessen will. Ich wollte das eigentlich schon zum Anfang mit drin haben, habe es dann vergessen, wurde glücklicherweise im Chat erinnert. Moni, hast du mitbekommen, dass unsere Mira Valentin für den Scouts Award nominiert ist? Ja, natürlich. Sehr gut. Hast du schon abgestimmt? Natürlich. Sehr gut. Für alle, die noch nicht abgestimmt haben. Ihr kennt Mira Valentin hier von der ersten Folge der Gigliothek und von der 9. Folge der Gigliothek. Bei der ersten Folge ging es um Nordblut. Da steht es. Hol es mal vor. Zack. Um Nordblut. Und in der 9. Folge war sie hier mit ihren Kollegen von den Weltenbauern mit Sam und Greg. Und für Nordblut ist Mira für den Scouts Award nominiert. Und sie hat dazu was Kleines geschrieben. Ich lese das kurz vor. Und dann poste ich einen Link. Und bitte, bitte klickt auf den Link und stimmt ab. Stimmt für Mira, dass Mira diesen Preis gewinnt. Das würde. Geht nur noch heute. Geht nur noch heute. Na dann, also Leute, rein da abstimmen. Und zwar, es ist tatsächlich geschehen. Gemeinsam mit 2 leider unglaublich tollen Konkurrenten ist Nordblut in der Endausscheidung für den Scouts Award 2021 in der Kategorie Fantasy gelandet. Darf ich euch bitten, mir noch einmal zu helfen? Denn wer den Preis am Ende nach Hause bringt, entscheidet keine Jury, sondern einzig und allein ihr Leser. Keine Angst, ihr müsst euch für die Wahl nirgendwo anmelden und bekommt auch garantiert keine Spam-Mails. So. Kann ich bestätigen. Ja, und damit, ach, Nina hat den Link schon gepostet. Von daher, und ihr seht da schon, tolles Buch, bin noch mittendrin und ich finde Nordblut absolut toll. Vertraut darauf, das ist ein tolles Buch. Kauft das Buch und stimmt für Mira ab, dass Mira den Scouts Award mit nach Hause nimmt. Ja, bitte. Ja, unbedingt. Okay, und damit, stimmt, Nina war schneller als Dirk. Gratulation. Und damit haben wir noch die Ankündigung für nächste Woche. In 2 Wochen. In 2 Wochen, ja, genau. Ja. Ich denke immer schon, nächstes Mal, nächste Woche. Hier. So, und zwar haben wir in 2 Wochen zu Gast den, da ist er, Frank Friedrichs am 1.11. Moni, was kannst du zum Frank sagen? Nix. Nein, tatsächlich kenne ich ihn selber nicht. Er hat sich über einen Aufruf für die Gigliothek bei mir beworben und ich dachte mir so, Männer haben wir tatsächlich weniger hier. Da muss ich sofort zuschlagen und noch dazu
einmal ein ganz anderes Genre, nämlich Krimi. Ist ja jetzt nicht so meins, aber vielleicht die Zuschauer, habe ich mir gedacht, also es muss ja auch nicht immer meinen Geschmack treffen. Und tatsächlich glaube ich, ist auch ganz spannend, wenn ich mal Fragen stellen kann über was, was ich so gar nicht lese. Mal schauen, ob er mich vielleicht bekehren kann. Also ich war heute auf seiner Internetseite und fand da tatsächlich die finde ich cool und das wirkt interessant. Also wirklich, ich freue mich auf die Folge. Ich bin sehr gespannt. Lustigerweise, wie wir im Vorgespräch Ja. festgestellt haben, Sissy und Frank kennen sich. Ja, naja, das heißt, beim nächsten Mal ist dann ein Bekannter von Sissy hier. Ja, das war's schon. Moni, vielen, vielen Dank. Ja, auch. Und ein tolles Wochenende, nächstes kommendes Wochenende. Da geht es ja bei dir auch wieder richtig rund, habe ich Ja, gehört. absolut. Die FatCon ist angesagt. Also es geht ja schon, es geht schon rund. Am Mittwoch versuchen wir eine Live-Show aus dem Maritim Hotel in Bonn zu machen, von der FatCon Magic Con Location. Am Mittwoch ist die Con-Show dran und ich hoffe, dass wir nicht komplett versagen und uns zum Horst machen, weil wir es technisch nicht gebacken kriegen. Ich bin guter Dinge, weil glücklicherweise sind da relativ viele Leute, unser Stefan zum Beispiel, die von Technik Ahnung haben und die ich dann gnadenlos versklaven werde, um eventuell das zu retten, was wir nicht hinkriegen. So. Sehr gut. Mal gucken. Aber Mittwoch 19 Uhr live aus dem Maritim mit Zuschauern. Das erste Mal eine Show mit Zuschauern Sehr live aus cool. dem Maritim. Die Con-Show. Ich freue mich drauf. Das wird mit Sicherheit spannend, aber auch stressig. Und dann am Wochenende die FatCon. Sehr, sehr geil. Und dann brauchst du Urlaub. Ja, also ich hab dann noch die Übergabe meiner Wohnung vor mir und dann ja, wird es dann werde ich wahrscheinlich irgendwie Ewigkeiten schlafen. Ich weiß auch nicht. Das, naja. Okay, wir raiden heute den Kanal, ich hoffe, er heißt so, GZM, denn dort ist Mai Hase Cosplay zu Gast. Und dann unterstützen wir mal diesen Kanal und schauen wir mal, was da passiert. Das Ja. heißt, kommt alle mit darüber. Ich drücke schon mal auf Enter. Und damit sind noch 20 Sekunden, Moni. Nee, Moment. Invalid Username GZM. Also diesen Kanal gibt es nicht. Hat noch jemand einen anderen Kanal, wo Mai Hase sein könnte? Weil ich würde das echt gerne. Ah, Mai Hase schreibt, der fällt heute aus. Oh. Okay, dann nennt mir eine Alternative. Ein Papo. Was auch immer ein Papo ist, dann gehen wir jetzt zu ein Papo. Ich weiß nicht, was das ist. Wir lassen uns überraschen. Ach, fällt wegen Krankheit aus. Das tut mir leid, mein Hase. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Sagt Bescheid. So, ich habe jetzt schon ein Papo eingegeben. Wir raiden ein Papo, was auch immer das ist. Lasst euch Viel überraschen. Spaß. Nina hat gesagt, ein Papo. Nina war vor der Forderung nach Badehaus, haben wir gesagt, ein Papo. Geht mit rüber und wer dann noch zu Badehaus wechseln will, macht das danach. Erstmal überfallen wir ein Papo. Piu, piu, piu. So. Raid läuft. Okay. Und Moni, Schlussworte gehören dir. Ich winke schon mal. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Es hat mir wieder total Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid auch in 2 Wochen wieder mit dabei. Schönen Abend noch. Tschüss.